Herzlich Nee, willkommen nicht so laut, sag mal nochmal. bei Kings of the Hill. Red mal so nochmal. Die neue Serienshow auf RTL jeden Donnerstag um 20:15 Uhr. Redest du so die ganze Zeit, so laut? Passt das? Nee, aber da muss ich. Ist das gerade? Nee? Ja, gut, du bist gar nicht dabei. Herzlich willkommen. Willst du machen, oder? Ja, dann Lickel. Warte mal. Das ist doch nicht gerade, oder? Nee. Ich sehe das nicht. Ich habe kein Brüll an. Scheiße, das ist. Das andere Ding war größer, glaube ich. Herzlich willkommen bei Kings Obdell. Euer. Nee, ich kann das nicht nachmachen. Euer Channel. Euer Channel, wenn ihr dumm da rein kompetitiv geht. Und den Rest erfahrt ihr nach dem Intro. No game without terrain. Und da sind wir wieder. Da Leute. Sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ich bin heute zu Gast beim Adrian mit seiner neuen Frisur. Bist ja, du jetzt also, bis zum Ronin geworden, ne? Ich bin zum Ronin geworden. Und, ich habe eine Steckdose angepasst. Hier meine sexy Corona-Frisur. Genau. Friseure. Hab ich nur eine Stunde zugekommen. Okay, hast du selber gemacht? Ja, so Pi mal Daumen. Also ich habe ja vor 2, 3 Monaten, da wurde mir dann zu wild, da habe ich einmal den Rasierapparat genommen. Hast du doch gesehen, da hast du dich leicht erschrocken. Und dann habe ich Käppi-Pflicht hier vor der Kamera haben. Es ist, wie es ist. Ja, jetzt zum wichtigen Teil. Was machen wir heute? Kurze Sache, wir haben heute Samstag, heute kommt Drukhari, heute kommt... Nee. Doch, achso, ja. Ja, nee. Natürlich. Ja, doch. So, ich schaue in die Zukunft. Ja, also, heute kommt Drukhari raus. Heute kommt das neue... Warzone Karadon. Genau, mit Death Guard, mit Imperial Knights und mit Admech. Und mit Drukhari auch. Und mit Drukhari. Und wir haben als erstes überlegt, Lim, gib Gas, komm, deine Figuren müssen fertig werden. Heute soll ein Battle Report rauskommen, aber er hat gesagt, Jungs, macht mal Piano, die sollen alle ordentlich werden. So haben wir denen die Zeit gelassen und da Admech schon fertig ist, zeigen wir euch heute mal das Sub-Element. Sub-Element oder Sub-Element? Sub-Element. Okay. Er, ja. Du musst mal richtig immer fallen. Sub-Element. von Metallica. Irgendwie komme ich nicht klar. Das sieht für mich die ganze Zeit schief aus. Ja? Du siehst es nicht, ne? Junge, dann halt eine Wasserwaage dran. Ehrlich? Ja. Leute, ist das schief? Ich muss jetzt mal hier während der Aufnahme das mal hier korrigieren. So, okay. Ich kann ja schon mal weitermachen, oder? Nee, noch nicht ganz. Nee. Weil wir noch ein bisschen so für den Style ein bisschen drumherum. Okay. Also Leute, wir wollen einfach nur noch mal sagen, natürlich ist es immer am besten, wenn wir es schaffen, zu dem Release-Date euch auch direkt einen Battle zu liefern. Wir zeigen ja heute einen Release. Ja, genau. Release. So, ne? Aber im besten Falle immer das... Krasseste, ne? Wenn ja, der Hauptkodex ist und kommt so. Vor, genau. Und wir sind gerade sehr, sehr umtriebig. Also ihr könnt richtig, richtig gespannt sein. Wir haben Podcasts am Start. Jetzt wieder welche, die richtig geil rauskommen. Neue Taktikvideos. Wir haben also wirklich auch richtig geile Bad Reports und alles mit der neuen Quali, ne? Also du willst schon wieder lachen jetzt. Ja, wenn ich dir zuhöre, ne? Ich glaube dir alles, Junge. Du bist so sensationell im Verkaufen. Danke, jetzt werde ich hier rot. Ich will nach dem Battle Report gehe ich erstmal auf unsere Seite und gucke, und kaufst irgendwas. Den Podcast. Obwohl du schon alles hast. Den Podcast, den ich noch nicht gesehen habe, den muss ich mir reinziehen. Nein, so. Was wir eigentlich damit sagen wollen, Leute, wir hätten es gerne auch jetzt geschafft mit dem Drukhari-Report und dann halt jetzt den Warzone-Report, aber es geht sich zeitlich nicht immer aus und ich denke, ihr könnt es auch verstehen, weil wir halt auch andere Dinge auch noch zu tun haben. Aber jetzt, heute seht ihr den Report und nächste Woche nehmen wir richtig 2 knackige Drukhari-Reports auf, die sind schon terminiert. Ja. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Da werden wir euch einiges an... Wir können aber schon mal was verraten für die Woche. Also wie gesagt, nächste Woche Taktikvideos. Natürlich. Ihr werdet einen Podcast hören. Mhm. Und zwar, wir können ja schon sagen, ihr werdet insgesamt die nächsten Wochen 3 Podcasts hören. Ja, 4. Also 4 in 4 Wochen. 3 gehen so. 4 gehen so. Warte, war noch nie mein Ding. Ja. Aber Punkt 1. Wir gehen einmal definitiv
dieses Buch hier, dieses Kampagnenbuch durch. Auch als Podcast? Ja, auch als Podcast. Dann werdet ihr 5 Podcasts über die nächsten 5 Wochen bekommen. Ja. Da werdet ihr mich und den Nim hören. Eventuell noch mit einem Gast, müssen wir gucken, für die Imperial Knights, für Admech und einmal für Death Guard und Drukhari. Ja, das dann, macht auch Sinn. Seid ihr genau, dann einmal ein Codis-Update von Death Guard. Jetzt hat der Lim sich da eingespielt. Genau. Der wird da ein bisschen quaken. Dann einmal Dark Angels. Mhm. Den hatten wir ja auch noch offen. Dann einmal Drukhari. Mhm. Auch mit dem Lim. Mhm. Und der letzte. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal Deathwatch auch machen. Ach so, Deathwatch. Ist ja auch nochmal. Ist jetzt nicht so brandheiß wie die anderen Sachen, aber es liegt ja nahe, da haben wir jetzt noch nichts zu gemacht. Und jetzt haben wir mittlerweile genügend Erfahrung gesammelt und so, um euch da mal, ja, so die Zwischenfazit zu geben und so weiter und so fort. Also wir haben immer noch viel zu tratschen, das passt so. Sollen wir jetzt mal anfangen? Also ja, bist du jetzt mal fertig? Genau, oder? Beim Kampagnenbuch. Es gibt einmal ein Sub-Element, Metallica, so wie ich das verstanden habe. Kann man das auch später mischen? Nach dem Kampagnenbuch könnte man zum Beispiel ein Battalion Mars spielen, vielleicht dazu ein Patrol Metallica, das ginge. Es gibt aber auch gleichzeitig da noch eine Kohorte, die heißt Data-Kohorte. Da steht explizit drin, wenn man die spielen wird, darf man keine Skitarii-Vanguards in diese Armee einpacken, Skitarii-Units in dieser Armee einpacken. Man darf wirklich nur diese Fähigkeiten, die da drin stehen, spielen. Das ist was ganz Separates noch. Ja, da können wir ja mal direkt anfangen. Metallica. Kennt kein Arsch wahrscheinlich. Was können die überhaupt? Ja, die können Advanced. Also nochmal, ich glaube, wir haben das einfach nicht generell gut zusammengefasst. Es ist ja der Drukhari-Kodex heute gedroppt und hat dieses Kampagnenbuch. Und in diesem Kampagnenbuch sind halt wirklich für das ausgewogene Spiel einige Sachen dabei. Und wirklich auch zum Teil relevante Sachen, kann man sagen. Ne? Ja. Ist jetzt nicht, also unser erster, und deswegen nehmt uns bitte nicht hier für bare Münze, aber unser erster Blick darauf, was wir so wissen, das wird jetzt nicht alles komplett durcheinander würfeln. Aber die Fraktionen, die da drin sind, haben auf jeden Fall nochmal hier und da ein paar Sachen, die sie anwenden. Ich habe auch eine starke Admech-Liste gebaut, aber ich habe explizit, jetzt bin ich nicht rein auf Metallica ausgegangen, weil ich wollte von jedem Biscuit spielen, ich wollte ein paar Stratagems heute zeigen. Erstmal, was kann Metallica? Nach dem alten Kodex kann Metallica mit den Radium-Karabinwaffen, das haben die Standards, die Vanguards. Wenn die Advanced sind, können die ganz normal schießen mit Sturmwaffen und Schnellfeuerwaffen werden als Sturmwaffen abgehandelt. Ja, ist jetzt keine wirklich starke Regel, steht im Kodex, steht aber auch nichts in dem Kampagnenbuch dazu drin. Ich schätze mal, es wurde ja schon Admech angeteasert, den Codices. Da wird man dann mehr erfahren in dem Codices. Also es sieht wirklich danach aus, als wäre das wirklich jetzt so das erste Supplement und es gibt mehrere Supplements von Admech. Das kann ich mir jetzt gut vorstellen. In den nächsten Kampagnen, wie schon, dass vielleicht immer ein Supplement von Admech dabei ist. Warum nicht? Einfach nur, um die Verkaufszahlen mal wieder in die Höhe zu treiben. Ich hau mal meine These da rein. Ich sage, die haben das jetzt einfach damit reingehauen, um quasi die schwächste Forge World so ein bisschen aufzupimpen, der was zu geben, dass die spielbar ist, um einfach die Zeit zu überbrücken, bis jetzt wirklich dann der komplette... Ja, gut, aber das ist ja jetzt ein Monat, sagen sie schon. Ne? Also ich... Lass doch wetten. Ich wette nicht. So, ja gut, wir haben jetzt erstmal gesagt, was die können. Dann gibt es jetzt, wir müssen ja so ein bisschen rumblättern, im Psychic Awakening haben die einen speziellen Canticle bekommen, also einen speziellen Lobgesang. Das besagt, innerhalb von 9 Zoll, wenn eine Einheit schießt, dann kriegt die -1 to hit. Na, ist ganz nett, wenn man nach Flieger rüberfliegen... Nur für Fernkampf? Für Nahkampf und Fernkampf. Nee. Nur wenn eine Attacke, steht da extra drin. Wann? Innerhalb von 9 Zoll zieht jede Einheit 1 vom Hit-Roll ab. Habe ich mir aufgeschrieben. So, kommen wir zu den Warlord. Kommen wir erstmal zu meiner Armee. Was habe ich drin? Und dabei kombiniere ich direkt die neuen Warlord-Trades. Und wir spielen heute natürlich 2000 Punkte, knackig, bis einer weint. Genau, ich habe einmal drin einen Dominus und einmal einen Manipulus. Den Manipulus habe ich den Warlord-Trade aus dem Kodex gegeben, alle Trefferwürfe für Nahkämpfer wiederholen und dazu ein neues Relikt. Dieses Relikt heißt Metallican Lung, also metallische Lunge. Yeah. Ist eine Aura-Fähigkeit innerhalb von 3 Zoll um ihn. Cut hier. Keine Cuts. Doch. Das schneide ich alles rein. Das wird so richtig schön eingeblendet mit so Musik. So, nein, das solltest du nochmal. Krass. Die ganzen Frauen, die du da schreibst, ach, wer ist ein Schatz? Wie kann das bloß sein? Ja, nee, nee. Mhm.
Wer ist ein Hot Babe 88? Hot Babe 88? Emotec würde ich jetzt sagen. Digga. So, Potter hier. Palatroid. Und zwar war das hier wichtig. Mhm. Und das musst du wirklich rausschneiden. Ja. Hier, das, also erklär mir nochmal den Waller Trade. Ich habe den jetzt so verstanden, innerhalb von 3 Zoll meine befreundete Einheit, wenn die da ist, darf die Hit World wiederholen. Oder eine... Ihr gegnerische Einheit muss in 3 Zoll zu dir sein. Okay, das. Und dann einfach jedes freundliche Metallica-Modell kann dann Wunden wiederholen. Okay. Nicht mal auf Range. Okay. Alle da dran, weil du musst halt nah am Gegner sein. Okay, also... So, da sind jetzt, wir wieder. Jetzt geht's weiter. Also, ich wollte nochmal genau das Wording haben. Mein Charaktermodell muss innerhalb von 3 Zoll um den Gegner sein, ja, ziemlich nah. Und dann dürfen alle im Nahkampf und im Fernkampf Wunden wiederholen. Bei freundlichen Metallica-Einheiten. Bei freundlichen Metallica-Einheiten. Deswegen, der Manipulus wird wahrscheinlich in einen Transporter reingepackt und dann gebe ihn nach vorne. Mhm. Und jede Einheit, die dann innerhalb von 3 Zoll ist, da werden dann Verwundungswürfe wiederholt. Finde ich ganz cool. Ja, genau. Ja, genau. So, was haben wir denn noch am Start? Wir haben dann... Nicht jetzt da gucken. Mach mal Tinder weg da jetzt. Entschuldigung. Okay. Okay. Ich habe es mir extra auf dem Zettel aufgeschrieben. Dann haben wir natürlich... Hast du die Matches extra auf dem Zettel? Wir haben Dominus drin. Ja. Mit dem Waller Trade, dass Fahrzeuge sich zurückziehen dürfen, weil ich habe diesmal viele Fahrzeuge drin. Was ich ganz cool finde, ich spiele den ja immer mit dem 6. Explodieren. Es geht hier beides. Also, warum geht beides? Ich kenne theoretisch gesehen, ich spiele 2 Disintegrator. Disintegrators, sage ich schon. Ja, Scorpius Disintegrator. Scorpius Disintegrators und einmal 3 Iron Strider Ballistari. Ich könnte theoretisch gesehen mit 3 verschiedenen Stratagems alle 3 auf +2 To-Hit, also +1 To-Hit bekommen, dass sie auf die 2 treffen, 1 wiederholen. Mhm. Das geht in der Hinsicht. Und dann wird es interessant mit den 6 explodieren. Das geht in der Hinsicht, ihr kennt es ja aus dem Admech-Buch, da gibt es ein Stratagem extra für Skitari-Units, das macht man dann meistens auf die Chickens, die kriegen dann +2 to hit. Ist interessant, damit die dann noch -1 to hit ignorieren, zum Beispiel Wälder. Dann das nächste ist extra spezifisch aus dem Psychic Awakening, dass man +1 to hit bekommt für Disintegrator und Ignore Cover. Und es gibt jetzt ein weiteres Stratagem bei Metallica, was man am Anfang der Command Phase zünden muss, also man muss ein bisschen weiter vorausdenken, wo man sagen kann, eine Unit kriegt +1 to hit. Im Nahkampf oder im Fernkampf. Du kannst es eben nur einmal die Runde zünden. Ich habe aber als erstes gedacht, boah, das ist ja ganz cool, wenn zum Beispiel Priester aussteigen, dann könnte ich den +1 zu Hit begeben. Nur man muss es schon in der Command Phase zünden und da sind leider die Figuren noch nicht auf dem Feld. Das ist ein bisschen schade. Also, das ist sehr schade, ja. Aber es ist okay. Es ist, glaube ich, gut gebalanced. Ja, so würde man theoretisch gesehen, wie gesagt, mal kurz im Kopf, es würden alle 3 auf die 2 treffen, 1 wiederholen. Da braucht man schon fast gar kein Maß mehr mit Kalle. Und dann ist es interessant mit 6 explodieren. Nur ich habe mir eben gedacht, der Fallback, den finde ich auch ganz nice. Man kann fallbacken und man kann gleichzeitig... Also zurückfallen, genau, auf Deutsch. Zurückfallen. Man kann zurückfallen und trotzdem schießen mit den Fahrzeugen. Oder man kann eben auf die 6 beim Verwunden machen zusätzlich eine Mortal Wound gegen Fahrzeuge, was ganz cool ist. Ja, zumal ich auch 2 in der Liste habe, die Charaktere sind. Ja, gut, jetzt nicht gegen dich, aber... Aber ich dachte mir, das ist ganz cool, weil da doch relativ viel Kadenz kommt bei der Armee und ich finde es ganz nice. Außerdem zeige ich hier immer explodierende 6, jetzt wollte ich mal einen anderen Waller Trade einpacken. So, was haben wir dann noch? Dann sind wir schon durch, ne? Ach nee, es waren erst die Charaktere. Ja, okay, alles klar. Ihr kennt mich, ich atme mal aus. Ich habe 3x5 Vanguards. Was ist daran so cool? Wie gesagt, die dürfen advancen und schießen, ja. Es gibt für Leute, die jetzt einen 10er-Trupp spielen wollen mit 3 Plasma Kyber Runs, du kannst fest eben 6 Zoll Advanced. Vorrücken für 1 CP. Genau, für 1 Zoll. Elder Style. Das ist ganz nice, um direkt auf die Marker zu kommen. Du musst nicht mehr würfeln, du kannst wirklich genau kalkulieren, wann du auf die Marker drauf kommen willst. Du kannst 3 Plasma-Dudes reinpacken. Das wird dir zu Sturm 1. Also die können auch ganz normal noch schießen. Das ist ziemlich sexy. Blöd ist nur Blast. Naja, muss jeder selber wissen. Und gleichzeitig könnte man zum Beispiel so einen 10er-Trupp für 2 CP plus 6 Zoll mehr Range geben. Dann hast du eben 24 Zoll. Das ist, lässt sich eben viel Nonsens. Also du läufst dann quasi gesehen 12 Zoll, mit Manipulus sogar 14 Zoll. Ne?
hast 18 Zoll quasi gesehen, kannst du schießen und dann nochmal plus 6 Zoll. Es macht aber nicht wirklich viel Output, weil du hast immer noch DS0. Sagt er jetzt. Ja. Mal schauen, was da noch gefunden wird. Ja, man kann da eben noch mehrere Sachen machen. Man kann da, glaube ich, plus 1 to hit und sowas anmachen. Da geht vieles. Aber wie gesagt, DS0 ist DS0. Ne? Mhm. So sehe ich es. Man kann dir noch plus 1 Stärke geben. Nur 1. Warlord Trade. Wenn du nur so gewinnen kannst. So sehe ich es erstmal. Ja, was haben wir denn noch so? Wir haben in der Liste als nächstes. Was lachst du denn immer so? Digga, wie du da mit deiner Fibel sitzt. So. Ja, gut. Und wir sind jetzt noch nicht mal bei einem Drittel angekommen. Ich habe insgesamt 19 Elektropriest, einmal 9, einmal 10, zwei Transporter, ganz kurz. Aber verschiedene, ne? Einmal Corpus Carry, einmal. Insgesamt 19 Elektropriest. Oh, 19. Ja, genau. Oh, ja. Also zweimal wirklich hier die teuren, die Fulgrite Elektropriest und dann haben wir einmal die Corpus Carry Elektropriest. Das sind die Beschießenden, die kommen dann bei mir in so eine Thermal drin, die wollte ich heute mal zeigen. Kommen wir direkt zu der also zwei Transporter, wie ihr seht, und die Thermete. Nein, die Reihenfolge muss ich jetzt bitte einhalten. Okay, Schätzchen. Mhm. Alles für dich. Alles für dich. So, was haben wir als nächstes? Ja, was kann ich mit diesem Fulgrite Elektropriest machen? Ich habe ja Verwundungswürfe wiederholen in meinem Warlord Trade. Das ist vielleicht ganz interessant. Die steigen aus mit dem, kriegen plus 1 auf den Move wegen dem Manipulus. Der sagt das am Anfang an, auch wenn er nicht auf dem Spielfeld geht. Das darf man. Und quasi, das wird regelmäßig auch so geruled auf Turnieren. Und dann quasi gesehen steigt er aus und kriegt dieses, gibt den Jungs das plus 1 Move, weil es eine Aura ist. Und die haben dann plus 1 auf dem Charge Roll, was ziemlich und wenn er selber noch rankommt, Verwundung wiederholen. Das wäre natürlich. Genau, oder du advanced mit dem, wenn du das genau kalkulieren kannst, dass du in den 3 Zoll kommst. Und die Elektropriest verwunden eben auf die 6 machen die Mortals. Das ist in der Hinsicht interessant, dass du sagen kannst: Alles klar, beim Verwunden lasse ich die 6 liegen. Und ich wiederhole ab 5 abwärts alles, um noch mehr Mortal Wounds zu produzieren. Nee. Ja, das ist ziemlich sexy. So, was haben wir da noch? Dann habe ich Zerbi Raiders drin. Ich habe einmal einen 5er-Trupp drin. Kann euch leider immer noch keine 3 zeigen. Ich habe nur insgesamt 6 von denen. GW macht da uns ein bisschen den Strich durch die Rechnung. Wisst ihr ja alle, wie das momentan bitte, ist. Bitte, wir brauchen mehr Figuren. Alles unser ist im Container. Unser Channel wir braucht mehr Figuren. Wir haben nichts mehr zu malen, bitte. Ja, Pile of Chain bei uns soweit, die existiert nicht mehr. Das müsst ihr euch mal geben. Ja. Dann haben wir ich 3 Iron Strider Ballistal. Das ist sogar eigentlich traurig, ne? Wenn es den Pile of Shame nicht mehr gibt. Ne? Sonst macht das man braucht immer eigentlich einen kleinen Pile of Shame, damit man ne, was zu also wir fangen jetzt an, sowas wie Gelände. Ich habe Gelände gemalt, ja. Mhm. Ah, okay. Oder ummalen oder sowas. Genau. Ja, egal, ja. Machen wir jetzt mal weiter. Wir haben dann noch insgesamt 3 Iron Strider Ballistari, alle mit Laskin bewaffnet. Aha. Bewaffnete 6 Schuss Laskin, da kann schon was gehen, ne? Ich hoffe nicht. Ja, dann habe ich drin 2 Iron, also habe ich ja schon gesagt, meine 2 Fernkampfboote, einfach nur um noch mehr Kadenz zu erhöhen. Scorpius Desintegrator. Und jetzt wird es interessant. Ihr seht hier 2 Flieger und ich werde mich jetzt mal erstmal ganz dick entschuldigen, weil ich glaube, das kann ich einmal zeigen. Das ist. Nee, das sieht man eh nicht. Bitte lass es einfach. Ja, aber doch. Hier, also die Base, ihr seht die. Ich habe die falsche Base. Das ist der andere Flieger dann. Ja. Das ist der Strato. Erzähle ich euch gleich zu. Aber ich habe die falsche Base eingepackt. Es tut mir tierisch leid. Mein Verschulden. Also, was habe ich dabei? Ich habe einmal den Nimbus 2000, den ihr alle hier kennt. Geiles Ding. Archaeopter Fusilave. Und wir haben einmal am Start den mit den Laskens. Und der heißt Archaeopter Straptor. Strato Raptor. Schrapse. Mhm. Archaeopter Schrapse. Okay. Er hat Doppel Lasken, also habe ich jetzt insgesamt 8 Laskens. Ist jetzt hier gegen Biker nicht so interessant. Ich fand die Idee einfach ganz cool. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich nur mit ohne Lasken spiele, dann fehlt mir ein bisschen was gegen Anti-Tank. Hört sich ein bisschen bekloppt an, ist aber einfach so. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, schon 3 von den Booten drin, 2 von den Booten drin und einmal eine Termite. Ja, ich glaube, zu den Stratagems, die will ich dann eher so im Spiel zeigen, wenn es okay für dich ist. Ja, sehr. Das war es eigentlich. Es ist, wie gesagt, wie ihr schon seht, die haben 2, 3 Warlord Trades bekommen und die haben gleichzeitig dann noch viele Stratagems bekommen, aber jetzt nichts irgendwie Spezifisches wie die Marines, wenn man da Dark Angels bekommt, eine Super Doctrine oder so, das gibt es alles nicht.
Okay, Leute, jetzt haben wir eine ganz kurze Admec-Vorstellung mal wieder gehabt. Ja, deswegen kommen wir erstmal zur ausführlichen Aufstellung seines Gegners heute. Wir hatten überlegt, wollten auf jeden Fall Marines bringen. Und dann irgendwie ein bisschen hier Ultramarines oder ein bisschen das. Ich habe auch letztens wieder gegen White Scars gespielt. Alles schön und gut. Aber ich habe irgendwie meinen Bock auf Dark Angels, deswegen habe ich sie heute wieder rausgeholt. Habe jetzt auch angefangen, die Biker so ein bisschen zu bemalen, noch zum Teil welche umzubemalen. Da geht nicht ganz so viel Liebe rein wie in die Deathwatch, aber ich glaube, die werden trotzdem richtig cool am Ende. Und ein stimmiges, sexy aus, stimmiges ja. Bild abgeben. So, ne? Und ja, ich kann es eigentlich einfacher erklären. Ich habe, wie zuvor jetzt auch, ich bin so ein bisschen in die Richtung von Ravenwing jetzt getappt, weil ich... Ich finde die Bikes sehen geil aus, die sind schnell, die machen einfach unfassbar Spaß zu spielen. Erfordern natürlich auch eine gewisse Fähigkeit, mal gucken, wann ich mir die jetzt da auch kompetitiv so ein bisschen aneignen kann. Ja, und wir haben im Grunde genommen ein Outrider und ein Vanguard Detachment. Bei einem ist der Warlord drin, damit wir dann einmal 3 CP zurückbekommen, das ist immer ganz lässig. Im Grunde genommen kann man sagen, deswegen, ich mache das jetzt nicht Detachment-weise, es macht nicht so viel Sinn, sondern einfach den Kategorien. Im HQ haben wir tatsächlich 4 an der Zahl. Wir haben einmal den Captain dabei, den finde ich geil, der hat nur ein Kettenschwert. Der hat einmal den Warlord Trait Fury of the Lion plus 1 Stärke im Nahkampf. Das bedeutet, die Idee dahinter ist, dass einfach normale Kettenschwert-Biker einfach Stärke 5 haben. Das kann öfter auch mal so den Unterschied machen. Dann hat er den Warlord Trait von, weil ich habe gemerkt, die sind sehr CP-hungrig und ich habe mich gefragt, wo bekomme ich auch CPs wieder zurück bei den Dark Angels? Und der klassische Chapter Master Warlord Trade ist ja am Anfang meiner Command-Phase auf die 4 Plus bekomme ich ein CP. Mhm. Das heißt, da hoffe ich mir so 2 bis 3 CPs pro Spiel. Genau, dann haben wir Ezekiel dabei. Der darf einfach nicht fehlen. 4er Retter, kennt 3 Zaubersprüche, hat die 3 wichtigsten dann dabei. Zaubert 2, kriegt plus 1 aufs Zaubern. Einfach ein geiler Typ. Und dann haben wir 2x Talent Master United am Start. Einfach auch richtig geiles Teil. 18 Schuss, volle Lust von Caliban, schießt ein bisschen rum, Charakter kann nicht anvisiert werden, solange halt ne, Großtrupps in der Nähe sind oder auch Command Scores oder. Und genau, damit kommen wir auch zu den Truppen. Da haben wir nämlich keine. Weiter geht's zur Fast Attack. Da haben wir 3x2 Attack Bikes mit Multimelter natürlich am Start. Richtig coole Teile, auch schöne Modelle, gefallen mir sehr, sehr gut. Und dann haben wir ja eins der Herzstücke, 3x5 normale Biker. Ich finde, die sind halt jetzt genauso auf den Punkt. Ich habe jetzt viele Konzepte gesehen, die auch sogar größere Trupps spielen. Mir ist das einmal von den Punkten und wegen Blast zum Teil, weil man doch hier und da auf Plasma-Inzeptoren trifft oder auch jetzt hier bei den Scorpius Desintegratoren, dann bekommen die halt immer da, obwohl nee, für die ist nicht so relevant. Ne? Aber sag mal Plasma-Inzeptoren, habe ich erstmal 3x5er Trupps da. Ich habe auch insgesamt, glaube ich, nur 17 Stück, wenn ich mich nicht täusche. Genau, und die haben einfach ein Kettenschwert, die sind echt relativ günstig, 3 Stück, glaube ich, 90 Punkte. Und dann ist man halt bei 5, dann am Ende des Tages bei 150 Punkte. Finde ich okay, sind schnell. Haben 3 Leben. 3 Leben, 5er Widerstand, ist okay. Haben echt, was ich traurig finde, der normale Space Marine da drauf hat nur 1 Attacke. Das heißt im Angriff 2, Kettenschwert 3, ist okay. Und dann kommen wir in die Elite, die ist wirklich pickepacke vollgepackt. Allen voran natürlich der Ravenwing Apothecary, der ist der Super Apothecary. Der hat auch das Relikt, Reliquary of the Repentant. Das bedeutet, sobald ich einen 3 Zoll bekomme, haben alle Einheiten, gegnerischen Einheiten, die einen Retter von 4 plus oder besser haben, standardmäßig nur noch einen 5 plus Retter. Finde ich auch richtig cool. Und dann haben wir meine neue Lieblingseinheit, die ich sonst immer nicht so gut fand, die Black Knights auf Bike mit Plasma. Ohne Hammer wohlgemerkt, um die günstig zu halten. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Ein 4er Trupp, ein 5er Trupp. Und um das alles abzurunden, haben wir 2x, da nehme ich wieder meine Deathwing Knights, und zwar 2x Command Squad, einfach 2 Leute. Der eine hat halt Doppelklaue, der andere hat Schild und Hammer. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und das ist im Grunde genommen die Liste. Obsec haben wir auf jeden Fall auf den Bikern drin. Ansonsten eher bescheiden, muss man mal schauen, ob das... Obsec auf den Bikern? Ja, die haben Obsec einfach. Deswegen sind die auch cool. Biker, Outrider im Ravenwing haben Obsec. Achso. Deswegen nicht, also Invaders und so nicht und auch nicht Attack Bites, pure Squads haben das auch nicht, Leute. Ich sehe es, dass ihr das wie ich manchmal durcheinander bringt. Genau, das ist die Liste. Hat, ich glaube, ich starte mit 6, 7, 8 CP, irgendwie sowas und dann noch welche dabei. Habe auf jeden Fall ein paar coole Tricks am Start oder Flexibilität und von daher würde ich sagen, suchen wir uns jetzt ein schönes Missionchen aus, bauen das Gelände auf und dann machen wir eine richtig geile Schlacht für euch, Leute. Nochmal. Oder haben wir noch was zu sagen? Haben schon viel gesagt, ne? Bis gleich. So, Leute, wir sind wieder zurück, haben richtig fix für euch aufgebaut.
Wir können einmal einblenden, ne? Was haben wir sekundär? Also erstmal die Hauptmission, wir spielen Overrun. 6 Marker, 2 Marker mindestens halten für 5 Punkte. Mhm. Und ja, Roloff war egal, aber der Major hat zuerst, ich habe ihn zuerst aufbauen lassen. Und man muss sagen, ich hatte echt viele Drops tatsächlich mit der Armee, das ist ganz cool. Wie hast du aufgebaut? Was ist deine Idee? Also als erstes für euch, wir versuchen den Flieger immer zu spielen, ja, als hätte der eine große Base. Das ist leider ein bisschen... Ja, aber wenn ihr jetzt erstmal, bevor wir jetzt hier anfangen, guckt euch das Gelände an. Das Hobby-Update gab es da noch gar nicht dazu. Das kommt noch. Und wir versuchen uns mittlerweile echt viel Mühe zu geben, wie ihr hier seht, hier einfach mal ein paar Steinchen hinzulegen. Gebt mal ein bisschen Feedback, ob ihr das cool findet. Wenn nicht, lassen wir das lieber sein. Das soll ja auch immer harmonisch aussehen, auch zur Platte hin. Wir haben hier einmal diese ganz klassischen L-Blocker. Wir haben natürlich auch hier drin, wenn man das mal sieht, so, also die Gebäude an sich, kann man mal einmal zeigen, hier schön mit dem Muster. Und wie ihr seht, mit Kings of the Hill, alles so. Das werden sie noch im Hobby-Update, das ist schon alles abgedreht. Da. Vielleicht ist auch bis dahin schon der erste Teil raus, wer weiß. Also das sieht echt stark aus. Wir spielen den hier mal als Sideblocker in der Mitte, haben wir schon richtig lange nicht mehr gehabt. Genau. Freue ich mich schon mega drauf, der ist unendlich lang hoch. Genau. Richtig cool. Immer wieder der Klassiker. In der Edition davor unspielbar. Jetzt ist der halt voll geil. So, ne? Ja. Ich habe ja noch eine größere Pyramide in meinem Sortiment als Verleih. Aber die ist für die neue Größe einfach zu groß. Ne? Weil du alter Pyramidendealer. Genau. So, was sind das hier für Dinger? Die sind einfach nur für Deko. Die hatten für Späßchen, ne? Das sind einfach wirklich Hügel. Genau. Aber hat mal Bock drauf. Sieht auch optisch super geil aus. Super geil. Ja, jetzt kurz. Wie haben wir aufgestellt? Hier meine Pferdchen, die werden ein bisschen nach vorne gehen. Ich kann meine Autos wirklich schön hier in den L-Blocker reinparken, weil ich habe ja Fallback and Shoot. Das ist wirklich schon jetzt praktisch, der Warlord Trade, im Verhältnis zu den 6. Exploding. Also wenn man nicht so viele Pferdchen hat oder Raiders hat zu Hause, würde ich diesen Warlord Trade immer empfehlen. Wenn ihr natürlich mit 3x irgendwie 9 Pferdchen spielt, dann braucht ihr den Warlord Trade nicht wirklich. Ne? Ja. Das ist immer je nachdem, wie ihr die spielen wollt. Du bist nicht unantastbar, du bist unanfassbar. Oh. Oder unfassbar. Oh, der Alte. Der kommt in deinem nächsten Song. Ne? Ja, genau. Die Unantastbaren. Der Rapper. Der Rapper. Ja, hier ist meine kleine Ballerburg. Ich habe als Backup-Plan hier nochmal einen hingestellt. Ja, ich glaube, mein Nimbus 2000 macht in diesem Spiel wirklich nicht so viel. Doch, hoffentlich sterben. Das kann natürlich dementsprechend passieren. Der zweite mit den Lasken, ich finde es ganz cool, dass ich den mal drin habe, aber ja, was habe ich genommen? Engage wegen den Flieger, wegen den Pferdchen. Hey, das machen wir, okay. Ja, kann ich ja direkt sagen. Okay. Ich habe Engage genommen, ich habe Banners genommen, weil mir nichts Besseres eingefallen ist mit meiner Liste, ehrlich gesagt, weil ich auch nicht zum Scramblen dabei habe. Ich habe als letztes Killmore genommen, weil er unheimlich viele Drops hat. Das könnte mir später zugute führen. Ja, was hast du, Adrian? Weiß ich nicht. Wie sieht dein Gameplan so aus? Ja, also tatsächlich sage ich euch Leute echt, ich spiele es ja jetzt hier einfach auch ein bisschen auch für Spaß. Ist natürlich hoffentlich eine gute Liste, aber ich muss mich ein bisschen erstmal einfuchsen. Ich war mir so ein bisschen unsicher, weil mit dieser Liste kann man auch direkt sehr gierig sein. Ne? Man kann sich ja vorher bewegen, wenn man anfängt, doppelt bewegen, man kann schießen, man kann angreifen und wieder raus und alles Mögliche. Man hatte kurz gedacht, hier links und gierig auf die Flanke, aber ich will auch mal so ein bisschen gucken. Habe hier die ganzen Winkel genutzt und möchte quasi schauen, was er mit seinen Fliegern macht, so ein bisschen, und wo er seine Einheiten auch irgendwie bewegt, um darauf zu reagieren. Das ist halt das Schöne. Deswegen habe ich einen Großteil versteckt. Aber ihr seht auch, ich habe ja 2x Bodyguard-Trupps dabei. Deswegen habe ich hier den einen Talentmaster, Ezekiel, stehen alle hier, die Charaktere, sehr exposed, könnte man sagen, exponiert. Aber weil halt in den Ruinen 13 Bodyguards sind, er kann es einfach nicht lassen. können die halt dann nicht beschossen werden, und die indirekt zu knacken, kann er höchstens mit seinen 3W3 Schuss machen, aber dann auch haben die eine, ja, Zweier Hose dagegen. Das kann man schaffen. Ich habe ein paar CP, deswegen hoffe ich, dass sie das überleben, und die Charaktere sind damit unanvisierbar. Genau, und deswegen werde ich erstmal so ein bisschen reaktiv spielen und gucken, wie es hier bei mir aussieht und so, und von daher, ja. Roloff? Achso, Sekundärmission habe ich an allen Freunden auch genommen. Ja. Ich habe die Dark Angel spezifische, und zwar nicht das mit dem Marker, sondern die beliebteste, die heißt Death on the Wind. Das bedeutet immer, wenn eine Raven Wing Einheit, die sich, glaube ich, mindestens 12 Zoll bewegt hat, eine gegnerische Einheit auslöscht, bekommt man einfach 2 Punkte. Also musst du dich aber bewegen. Das ist ja, mache ich aber mal. Und dann haben wir noch Bring It Down, ja, weil er hat ein paar Fahrzeuge, und natürlich, wenn ich das mit der Raven Guard,
mit einer Dark Angel Raven Wing, deswegen komme ich heute durcheinander, einer das Ziel töte, ist natürlich ein doppelter Punkt. Einmal für das Fahrzeug und für die... Okay, Mr. Raven Guard. Was? Wer erzählt denn immer so lange hier dein... Hör auf hier rumzuzicken, weil er deine Tage hat. Komm, lass mal würfeln jetzt. Du hast deine Tage. Dein Gesicht hat deine Tage. Oh. Hast du einen Würfel? Ja, bin ich. Okay. Gib mir mal so einen Außenposten. Nee, ich will Außenposten. Sollen wir Außenposten würfeln? Ich will Außenposten. Okay, wir würfeln mit Außenposten. Gib mal her. Are you ready? Oh, wie sagt er das schon wieder? Obwohl, ist okay. In diesem Fall bin ich tatsächlich... Ja, du bist ja okay, sehr defensiv aufgestellt, ehrlich gesagt. Oh, das Glück gehabt. Er fängt an. Alles klar. Da ist die 4. Genau. Das heißt, er fängt an. Kannst du schon was zu deinem Plan sagen? Nö. Wie immer, ne? Eigentlich schnell. Okay, dann melden wir uns Ende der Bewegungsphase der... Ich überlege mir nochmal, ob ich einen vor dem Spielmove mache und dann melden wir uns Ende der Bewegungsphase Runde 1 des neuen Adeptus Mechanicus Metallica zurück. So Leute, Ende der Bewegung Runde 1 des Adeptus Mechanicus. Wir sind zurück. Was ist passiert, alte Fletsche? Fangen wir hier links an. Da bin ich im Wald geblieben. Habe mich trotzdem ein Stück nach vorne bewegt, auch wenn ich da reingefahren wäre. Hätte mir das nicht wirklich was gebracht, weil er trotzdem so schnell ist mit den Bikes. Ist der Wahnsinn. Das ist. Da habe ich einen Banner gehisst. Also, ja. Hier habe ich einen Banner gehisst mit den Jungs. Echt? Von da oben haben sie die Standarte runtergeworfen, in den Boden gerammt. Wahnsinn. Die, ja. Die haben hier einen Banner gehisst, alle haben einen Banner gehisst. Hier ist auch mal gleich hier ein Banner. Ja, was ist sonst passiert? Das ist nach vorne bewegt. Hier habe ich ein CP ausgegeben, dass die 6 Zoll nach vorne. Oh, der ist raus. Advancen dürfen. Finde ich ganz cool. In der Bewegungsphase hat er eine Bombe über meinen Plasma-Talent-Trupp geworfen, hat 3 Mortals gemacht. Ich habe eine gesaved. Genau. Und jetzt hier. Jetzt hier aber. Auf. Das sind 2-2, ne? Ja. Jetzt will er hier nämlich den Winkel nutzen. Und ich trimme die Shells, die hier mal, die Plasma-Heinis. Für ein CP. Sorry, hätte ich vorher sagen müssen, wenn ich drüber geflogen bin. Habe ich aber jetzt einfach gemacht. Ganz dreist. Dann gehen jetzt in der ersten Runde statt 23 Zoll nur noch das durch 2. Ja, aber ist okay. Nee, ist nicht okay. So. Also, was ist denn das? 11,5. Ne? Ja, 11,5. 11,5. Anstatt 23 Zoll, das ist so crazy eigentlich, ne? Ja. So, hast du es jetzt hier langsam mal? Ja, ich muss jetzt die Zauberphase? Zauberphase ist fertig. Ja, okay. Machen wir mal jetzt, Junge. Ja, mach doch mal Schussphase noch. Es gibt so ein cooles Stratagem für 3 CP, dass man, das ist wie so ein orbitales Bombardement, nur das bringt einfach nicht. Kacke. Ja, aber ich wollte es gerne mal zeigen, das bringt nichts, weil er ist sowas von schnell, er fliegt einfach über die ganze Platte. Ja, geil, so 10 CP hast du noch 7. Ja, aber das bringt mir ja leider gar nichts, ne? Das muss man ja mal sagen, Metallica hat echt, also auch Atmec im Allgemeinen, die haben immer starten, wenn sie wollen, mit vielen Kommandopunkten, ne? Ja, also da machst du wenig. Das ist gut, ja, das ist ein richtiger Fachmann. So, wo fangen wir mit an, Adrian? Ja, so, weiß ich nicht, Christian. Ich. R-Punkt, Feuer. Okay, ich fange als erstes mit dem Flieger hier an. 12 Schüsschen. Ja, das ist der normale. Der genau. Architekter Full Slave. Fusilave. Der fängt einfach an, in deine mit dem einen Lebenspunkt da rumzurodeln. So, ob 3, 1 wiederholen. Oh, einer von alle. Strecke 4, ist ob der 5. Ob der 5. Auch guter Wurf. Schön. Das in die gleichen, die du vorher da gehabt hast? Schöne Backofenwürfe. Ja? Welche? In welche schießt du denn? Ja, mit dem einen Lebenspunkt, ja. Ah, okay, also die genau. Black Knights. 3er, 5 und 6er. Ja, gut. Digga, was sind das für Würfel? Mann? Das sind deine Würfel. Urtech, was ist mit dir immer? Das sind deine Würfel, was soll ich denn dazu sagen? Hast du hier ein paar Würfelchen vergessen? Also 12 von 12? Okay, alles klar. Crazy. Crazy. Hier ist die Würfelzone. Ja, okay. Der Heini sieht die hier, der schießt alles mal, rödelt mal in die rein. Heini ist der Flieger? Ach so. Das Auto. Ich gebe hier mal ein CP aus. Der sieht nur den Attack Bike Squad, ne? Ja, das Ding hier. Ich weiß nicht, was das ist hier. Ja, Attack Bike Squad, okay, cool. So, und dann gebe ich hier mal ein CP aus. Mhm. Für Plush 1 zu Hit, wenn alle auf der gleichen Einheit köht. Trifft auf die 2 durch Canticle 1 wiederum. So. Fangen wir an mit dem indirekten Kniften-Moschen. Ich überlege tatsächlich, ob ich da den Retter anmache. Ich muss mal überlegen. Also man kann in der kritischen Schussphase erst, wenn man die Wunden quasi allokierten 4, also wenn man das saved, das ist eigentlich echt krass. Du musst das noch nicht machen. Ja, ich weiß, aber ich kann es ja trotzdem nur einmal zünden, ob ich das auf die 2 Yogis mache oder ob ich das auf den da mache. Aber egal, zieh mal durch. Bazooka, wie viel Schuss?
3. Für 3 ist Schnitt, Schnitt. Schnitt. Mhm. Alle Treffer, hat sich schon gelohnt. Mhm. Ne? Ja, hat sich echt gelohnt. Stärke 8. Zweimal. Zweimal minus 2. Ja, gibst du mir einen Würfel? Möchtest du das jetzt allokieren? Nee, möchte ich nicht. Und dann auf die 5. Der macht 3 Schaden, ne? W3. W3, ja, auf die 5. Nee, gehen 2 durch. Der erste für 2, der zweite für 2. Einmal 4 mal 4 noch Bane. Nee, ist ein Bike tot. Darf ich dir eins geben? Ja. Den das, oder ja, den? Ist egal. Nimm mal den hinteren, bitte. Ich frage nur. Mhm. Ja. So, dann die indirekte Knifte zum Rumrödeln. Mhm. Ah, sind 6 Schuss. Ist, glaube ich, Schnitt. Einsen wiederholen. Treffen alle von alle. Mhm. Stärke 6 auf die 3. Der war nicht so cool. 3-mal nur. Mhm. Minus 1. Und die macht 2, ne? Ja, genau. Also 4er. Der geht durch. Fino Peng. Hat der. Warte mal. Ja, doch, jetzt sind 2 Schaden. Hat er noch 2? Geht durch. Oh, da müsste ich eigentlich mal einen halten jetzt, ne? Willst du einen von deinen kostbaren CP? Ja, mach ich. Ja, hält er. Okay, CP ist weg. Wenn kriegst du den wieder? Nee, ich mach das einfach okay. Dazu. Und der allerletzte. Aber wenn ich den jetzt nicht halte, habe ich es eh verkackt, weißt du? Da kommt nochmal schon. Eine 6. Nein. Ist ein Bike tot. Okay. Alles klar. First Blood. Ja, das war irgendwie, hätte nicht passieren sollen, glaube ich. Aber Minus. Ja. Jetzt habe ich aber nochmal 6, 9 Schuss MG auf die Endfall. Okay, machen wir weiter. Machen wir weiter. Hier okay, was haben wir jetzt hier? Also, ich habe hier 2 Laskens und du hast kein. Du hast kein. Oh. Brauchst du noch ein bisschen? Die sind drin? Alle in 6, ja. Okay, wolltest du so. Ja. 2 Laskens gehen hier. Ne, die indirekte Knifte schießt erstmal in die Bikes. Der, wo noch einer einleben hat, ne? Okay. Nee, in die. Die normalen Bikes da vorne mit dem 5er? Die haben doch 3 Leben, oder nicht? Ja. Ja, genau. Einer hat noch einen durch die Mortal Wounds bekommen. Ja, genau. Also ich schieße mit dem indirekten Knödelwasser in die nächsten Multimeldas. Okay, alles klar. Ich bin da überlegen, auch nochmal ein CP zu spenden. Wofür? Ach so, sorry, das. Darf ich das nur machen? Ich wollte das zeigen, ja. Ich wollte alle 3 plus 1 zu Hit geben. Wie geht das? Obwohl, ich krieg das noch trotzdem. Ja, das kriege ich noch hin. Nee, das kriege ich nicht mehr hin. Also es gibt ja dieses Metallica-spezifische. Mhm. Also ich hatte mir gedacht, eben für euch nur mal da draußen, das muss man nur am Anfang der Command-Phase machen. Du gibst mir das? Oder? Ja, klar. Also nur, um das mal zu zeigen. Er kriegt jetzt eben plus 1 zu Hit durch dieses Desintegrator, was ich gesagt habe. Der kriegt jetzt eben plus 1 zu Hit. Das muss ich aber am Anfang der Command-Phase sagen. Mhm, also ganz wichtig für euch. Ich habe es jetzt eben verkackt, weil es auch zum Zeigen ist. Und ich möchte gern den hier nochmal plus 1 zu Hit geben. Ja. Für Skitari-Unit. Okay. Und dann möchte ich den Flieger gleich nochmal plus 1 tun. Das sind ja 4 Einheiten. Ja, da gibt es aber noch was Spezifisches, glaube ich, für den Flieger. Okay. Um das zu zeigen. Das ist alles auf die 2. Du musst das nachgucken. Bitte? Jetzt. Kurzes Feedback, wie ich es jetzt gleich mache, warum das so wild alles ist. Ich, wie gesagt, es ist jetzt Metallica zum ersten Mal. Ich kann einmal für den Archicopter Shraptor, also Einheiten, die nicht fly haben, die nicht fliegen haben, plus 1 auf dem Hitwall geben. Ich kann diesen Desintegrator plus 1 auf dem Hitfall und Cover ignorieren geben für das Disintegrator Stratagem. Ich kann hier plus die hier plus 2 to Hit geben für quasi gesehen das Gitarre Stratagem, dass die auch dann auf die 2 treffen. Da kommen wir aber gleich noch und Advance ignorieren. Und ich kann hier durch das Metallica den auch nochmal plus 1 to Hit geben. Nur das mache ich eben am Anfang der Phase und ich wollte euch das eben zeigen und bin da ein bisschen durcheinander gekommen. Deswegen. Also, CP ausgegeben. Der trifft auch jetzt ob der 2. Mhm. Ich sehe mit dem Flieger eh beide. Deswegen ist es mir egal. Ich fange an. Die Lasergeschichte daraus? Nee, die. Desintegrator. Okay. Ich fange. Also, da musste ich am Anfang CP ausgeben. Und jetzt für die hier gebe ich nochmal ein CP aus, dass die nicht advanced sind. Also, dass sie schießen, als wären die nicht advanced. Und ein CP, dass die plus 2 Hit bekommen. Mhm. So, und jetzt fangen wir mal mit denen hier an. Ja. Auf die Bikes. Auf die Boys. Okay. Nee, Quatsch. Ach, so. Und der kriegt natürlich auch nochmal plus 1 to Hit. Da mache ich mir auch nochmal ein CP weg, dass der auch gleich plus 1 hit. So, jetzt haben wir alles. Er fängt jetzt an mit den Lasken hier in die beiden Jungs. Auf die beiden Jungs. Okay. So, dann habe ich noch die Maschinengewehre. Die gehen hier rein. Mhm. Und ich habe dann nochmal eine Knifte, die ein Damage aber nur macht. Mhm. Also wie gesagt, das ist total wild alles. Also die eine ist jetzt schon nervig.
Was denn? Ja, dass du da 5 Millionen Waffen hast. Und ja, und überall plus 1 to hit, plus 2 to hit, das ist Wahnsinn, ne? Mhm. Was man da eigentlich rausholen kann. Ja, er hat eben 2 Schuss Lasken, die gehen hier drauf. Mhm. Die Maschinengewehre gehen definitiv hier drauf. Und die Phosphor Blaster, davon hat er auch 2 Stück, die gehen auch in den, okay, in den Trupp rein. So, jetzt haben wir aber alles. Mhm. Wir fangen an mit den Lasken. Mhm. 2 Schuss. Treffen wir auf die 2, da hat sich der CP schon gelernt. Auf und die 3. Verwundet ob die 3, 2-mal. Beide, ja, hier mache ich natürlich an. Den 4 Retter für 1 CP, kannst du mal da runter machen. Hat sich gelohnt einmal. Einer hat sich gelohnt. Damage. 4, ja, ist der eine tot, okay. Dann geht's weiter. Du hast noch 2. Hm? Das ging auf den Dings drauf. Ach so, echt? Die Melter-Heinis, ja. Ah, okay, die Melter-Heinis. Der Rest ging da drauf. Nee, ist einer tot? Schon wieder einer weggelutscht. Ui! Mhm. So, dann kommen wir zu den 6 Schuss minus 2. Mhm. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, glaube ich. Wieso? Auf die. Ja, da hätte ich die ja jetzt als erstes schießen müssen. Aber okay. Okay. Ja, passt jetzt. Also, komm. Die schießen hier rein erstmal. Die 6 Schuss. Einsen wiederholen. Treffen auf die 2. Stärke. Verwunden. Oh, der war nicht so. Das ist eine Stärke. 4. Stärke 5. Stärke 5? Ja. Das ist diese, oder 6 sogar. Der geht auf die Bikes, oder was? Ja, minus 2. Also 4er. Halt minus, minus 2. Ne? Ja, aber ich habe 4 Retter gegen den Schuss. Nur wenn du... Wie viel Schaden? Warum? 4? Ich habe das doch angemacht, das Totter-Gen. Ach, auf die 5 hast du es angemacht? Ja. Ja, dann... Nicht auf die anderen. Dann ist hier noch einer durchgekommen. Wo, bei den welchen? Bei den Lastcans habe ich auf die Multimelter geschossen. Das ist jetzt gegen die normalen Bikes. Ja, ich weiß, aber das ist doch einer raus. Bei den anderen ist doch keiner durchgekommen. Ich habe doch trotzdem 5 Retter. Okay, hier hast du jetzt einen 5er Retter. Okay, verstanden. Nee, bei den Multimetern habe ich trotzdem 5er Retter. Ja. Nee, aber du hast eine 3 und eine 4 gewürfelt. Deswegen. Okay. Was, auf was möchtest du das jetzt nehmen? Ja, auf die Bikes. Auf die, Bikes. Dann kommt hier noch einer durch und wir würfeln den Schaden hier nochmal. Ja, dann machen wir den Schaden. Ja. 5. Ich glaube, dass das nicht stimmt, aber gut, ist noch. Ist der nee, tot? Ist wirklich da. Okay. Ich habe da jetzt drauf geachtet. Okay. Weil die Lasken, ich habe den so bewegt, dass ich auf die Lasken schießen kann. Mhm. Quasi gesehen auf die beiden Jungs. Das war jetzt lucky. Und jetzt hast du hier noch einen Feel No Pain. Du hast einen gehalten. Mhm. Nee. Einer tot. Okay, ist der einzelne hier weg. Und jetzt kommen nochmal MGs. Da hast du sowieso deinen Radar. Mhm. So, 6 Schuss. Auf die 2. Eins wiederholen. Nee, und jetzt auf die 5 einmal. Mhm, den hast du. So, jetzt habe ich die 2 CP schon ausgegeben für die 6 Lastcans in die Jungs hier rein. Ne? Ja, mach mal. Da hast du jetzt den 4er Retter. Da habe ich den 4er Retter. Genau. Treffen auf die 2, alle von alle. Verwunden dich auf die 3, aber nur. Mhm. Das sind auch nur 3 Stück. Mhm. Wieder nur einen gehalten. Der erste, Damage, 4. Jo, einer tot. Der nächste, Damage, 3. Wieder keine 6, 2 tot. Egal von wo? Von vorne. Obwohl, schießt jetzt nichts mehr drauf, ne? Doch, indirekte Knöpfe. Nee, komm ich nicht dran, komm ich glaube ich nur dann hier nur auf von die. Dann kannst du von denen wegnehmen. Okay, 2 Stück, bitteschön. Mhm. Und jetzt der letzte, ja, der schießt jetzt einfach auf normale Bikes. Mhm. Die haben kein Feel No Pain? Doch. Achso, die normalen Bikes auch, ja. Nee, das ist ein normaler Bike. Okay. Hättest du das stellen können? Dann schieß einfach. Ja, mir egal, wie du willst. Mhm. Oh, 1 zu viel, macht aber keinen Unterschied. Alles. Ja. Schuss. Oh. Ah, das sieht ja schon mal gut aus. Gibst du mir nochmal bitte. Also, die haben W3. So, sind 9 Schuss. Treffen auf die 2. Da habe ich auch den CP ausgegeben. Verwunden auf die alle mit minus 1. Das auf die Bikes oder was? Ja, auf die normalen Bikes. Auf die normalen Bikes, die da drin stehen? Ja, die haben 4er erstmal. Okay. Jo, eingehalten. Krass. Wie viel Schaden? 2 immer. Okay, dann der erste. Warte, du hast 5 Stück, dann machst du anders. Mhm. Der erste. Der und zweite. Einer tot. Der nächste. Dritte. Noch einer tot. 2 tot. Und der letzte. Ja, ein Leben. Okay. Also 2 tot. Da hält leider nicht viel. Nee. Zwei Leben noch, ne? Mhm. Okay. Gut, das war eigentlich meine Phase, würde ich behaupten. Wie fandst du?
Ja. Ein bisschen lucky alles. Fühlte sich sehr, sehr hart an. Also ich hätte damit gerechnet, ich hätte ein bisschen weniger verloren. Genau, Fazit. Also mal, was ich mir denke, die sind unheimlich schnell. Plus die 6 Advance. Mhm. Ich kann denen noch 2 W6 geben für Advance Charge. Die kommen echt cool über die Flanke. Ich habe hier Elektro-Priester, die vor dem Nahkampf sichern. Ich habe Flieger, die überall eh in den Ecken kommen. Das ist schon okay. Das indirekte Feuer ist auch. Ich habe ziemlich... Ja, auf die 2 in 1 wiederholen mit 4 Einheiten. Ich habe zwar eine Menge CP durchgebrannt, aber das ist schon ein cooles Konzept, finde ich. Mhm. Was mir aber, glaube ich, wo ich wirklich heiß gewürfelt habe, war jetzt zum Schluss mit den 6 Stück. Du hast mit dem Rettern gut verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Ich habe bei den Verwundungen auch gut gewürfelt. Das war, glaube ich, ein bisschen alles über den Schnitt, ne? Ja, gefühlt hätte mal ein Weltabike noch stehen bleiben können, dass ich hätte wiederholen können. Aber genau, müssen wir schauen. Ich hab gerechnet, wenn ich ehrlich bin, mit dass ich im Schnitt nur die beiden Weltabikes rausnehme. Mhm. Das war wirklich mein Ziel, der Rest war alles gerade Bonus. Ja, in jedem Fall machen wir kurz jetzt gleich mal Punkte. Kurz mal eben für die Leute, warum ich nicht auf die hier schieße, ist, weil die hier im Weg stehen. Ich kann die einfach nicht beschießen. Deshalb muss ich auch wirklich mit meiner Amerika. Er kann sie nur indirekt beschießen, dann haben die halt eine Zweierhose und ich tue natürlich alles, damit die am Leben bleiben. Selbst bei -2 hätte ich immer noch eine Zweierhose. Also, Wahnsinn. Genau, willkommen zu meiner Runde. Mal gucken, wie ich mich davon erholen kann. Plan ist es, das Auto hier aufzumachen, den Inhalt zu töten und im besten Falle 1 bis 2 Flieger. Mal gucken, ob das die Armee noch hergibt. Ich glaube, ich habe zu viele Melter verloren. Wie viel hast du von denen verloren? Das ist egal, die machen 3 oder so. 2 oder 3? Ravenwing ist nicht furchtlos. Hm? Die sind aber in der Circle, mein Lieber. Nee, sind die nicht. Sie haben trotzdem wieder Moral 9 und bei 3. Ja, aber für dich nur. Sie sind nicht in der Circle, glaube ich. Das sind nur die Termis. Das sind Black Knights, die sind. Natürlich sind die in der Circle. Ja, die sind in der Circle, aber ich meine, deswegen, glaube ich, ist nur. Nein, in der Circle. Also lasst euch von Major da nicht ärgern. In der Circle ist in der Circle. Es gibt nur Unterschiede für das permanente Transhumane, das ist nochmal was anderes. Genau, und jetzt kriegen wir CP wieder und gucken, ob wir den Plan so umsetzen können und melden uns gleich zurück, Leute. Jetzt. Grinz mal! So, Leute, das war ein gemeiner Zug vom Major, muss man sagen. Mal gucken, wie es jetzt hier läuft. Anfang der Command-Phase habe ich folgende Sachen gemacht. Ich habe einen CP erwürfelt auf die 4+. Das war gut. Dann habe ich keine Deckung auf diesen Trupp hier gegeben, den Melter-Trupp. Mhm. Und der hat auch den Chapter Master Reroll bekommen. Okay. Dann ist eigentlich alles advanced in dieser Liste, muss man tatsächlich sagen, außer natürlich die Speeder. Man könnte es, glaube ich, mit denen auch machen. Aber die mussten nicht, weil die ja schon 18 Zoll Bewegung so haben und Fly. Ja, hier habe ich ein Bike wiedergeholt bei dem Dreier-Trupp. Die habe ich einfach geheilt. Und der andere Vierer-Trupp ist hier, also der mit dem weißen Helm, ist natürlich der Apo. Die sind hierher gekommen und der gibt hier 1 wiederholen. Ich muss jetzt mal gucken. Ist ein bisschen schade. Die hier kommen an diesen Strato-Yogi. Und die anderen kommen leider nur mit ihren 18 Zoll auf den Dude. Mhm. Genau. Und ja, ich würde sagen, damit können wir eigentlich starten zu zaubern. Also ja, ich habe das Ziel ja ausgesagt. Also richtig Sahne wäre alle beiden Flieger, das Ding und den Inhalt. Müssen wir mal schauen, was da überhaupt geht. Genau. Wir fangen aber an mit der Zauberphase. Zauber. Wir haben gemerkt, die Würfel sind heiß. Und wir fangen an mit Ezekiel, der macht einfach nur einen Smite. Smite. Hat er gemacht? Hat er +1 bekommen? Smite. Oh Mann, ey. Ich will einmal, dass er einen super Smite macht, weißt du? So. Dann nimm noch einen CP. Nee, eine Mortal. Okay, traurig. Hat er noch 9? Legst mal 2 dicke Würfel bitte hin. Ich halte die Kamera hier ganz, ganz fest. Ja. Und einen Dreier bitte. Hm? Und einen Dreier daneben. Ja, ich bin dabei. Ist nur, Leute, logistisch hier. Hier daneben, Digga. Ach so. Seh die Brille an. Hätte ich noch lange suchen können. Ja, Mann. So, okay. Und jetzt fangen wir an zu schießen. Und das Allerwichtigste zuerst. Wir schießen mit den Bikes hier auf das Auto. Die Bikes? Ja, ja. Die haben... Dr. Shivagi überlegt. Genau, die haben alle 4 Schuss. Leider kein DS. 1, 2, 3, 4. Einer nicht in 12? Lass mich mal kurz überlegen. Wir sind mit denen hier dran, ne? Ja, lass mich mal kurz überlegen. Überleg mal. Hast du überlegt? Ja, okay. Schieß. Ja? Okay. Also erstmal der Trupp, der weiter weg ist. Mhm. Rums. Dr. 4. Jawohl. Also, warum kann ich schießen mit Rapid Fire? Nochmal, Ravenwing und in der Heavy-Doktrin darf ich das halt machen mit -1. Krasse Typ. Opte 5, 1 wiederholen durch den Chapter Talon Master. Nee. Okay. 3-mal Rüster. Einer. Hat er noch 11? Hat er noch 11. Ja, okay. Legen Sie bitte hin. Ja. So. Und jetzt bitte wie beim TTS, flipp die Modelle. F, einmal F drücken, genau. Ist ein Insider. Versteht nicht jeder.
Jetzt, ja, machen wir erstmal die Melter, machen wir es nicht so spannend. Mhm. 4 Schuss. Opte 4. Opte 4. Oh, der sieht Sahne aus. Chapter Master. Ach, schade. Dreimal. Opte 3. Eins wiederholen. Oh, ein Glück. Dreimal. Mach ich nix. Der geht durch. Jetzt mache ich. Boah, Multimelter war das direkt plus 2, ne? Mhm. Plus 2 und wie 6, ne? Ja. Ja, gut, komm. Haben wir hier 7, 5, sind 12, ja. Sind wir schon bei 1000 angekommen? Mhm. Guck mal, ob er platzt. Ob er platzt. Oder ob willst du auch vielleicht automatisch platzen? Ich platze immer automatisch. Die Frage ist nur, wie viele da drin sind. Guck mal bitte. In den 6? Mhm. Ja, es ist halt klar, 2 Trupps. Er hier und die. Okay. Ich würfel. Ja? Okay. Ja. Achso, ja. Hast du mich schon würfelt? Nee. 5. Platz. Okay. Ich muss mal eben kurz aussteigen und dann kommen wir wieder. Genau, machen wir. Genau, Leute, so hat der Major hier aufgestellt. Das macht natürlich klar, dass die hier als nächstes schießen. Ja, haben wir nochmal 20 Schuss. Wer ist da? Wer ist der? Die Biker, ne? Ach, das sind. 2. Ja. 4. 4, 8. 5. 20 Schuss einfach. Ja. Ups. Auf die 4. Alle im Wald. Ich könnte noch Rerun-Sing anmachen. Okay, willst du? Also, es wäre jetzt, würde jetzt zum Tragen kommen. Ja, deswegen. Ja? Warte mal eben. Weil ich eins wiederhole dann. Aber. Das ist interessanter. Ja, stopp. Nee, behalte ich. Geht das nur auf die eine, auf die ich schieße? Oder einfach generell darf die keine Sachen wiederholen? Innerhalb von 6 Zoll darfst du da nichts wiederholen. Okay, du musst nur sein, egal auf welche Einheit ich schieße oder was. Ja, yeah, genau. Okay. Also jetzt, dann will ich mir das lieber aufheben. Okay, alles klar. Dann ja, die hier auf die 3 Einzel wiederholen? Ja, denke ich mir sinnvoller. Okay, ja, hätte sich auch nicht gelohnt tatsächlich. So, dann gib mir mal die 5. Oh, das war nicht so. Genau. Gib mir mal die roten. Die roten sind cool. Ja, okay. Die sind, da liegt der Schwerkraft. Da liegt, okay. Ah, drei Stück, Bobby. So, so okay. Die vorderen beiden, damit du auch schön. Lange Tarscheibe oder was? Okay. Machst du schon? Ohne du die hier. Dann testen wir das jetzt direkt mal aus. So, der Telemaster schießt da rein. Auf die 3. Ne, die sind gar nicht besser. Quatsch. Auf die 3. Darf er nicht wiederholen. Achso, einer. Er darf nicht wiederholen. Wieso nicht? Der Ach nee, sorry, hast du vollkommen recht. Keiner, ne? Da. Ja. Das war lucky. Da wird drei, jemand gerade das Gesicht, 6. wenn die Elektropriester jetzt gleich in den Rhein rauschen. Wumms. Cool bleiben, immer cool bleiben. 12 Schuss von dem anderen. 4 gehen raus. 8. Das lebt noch nicht hier. Und das aber diesmal auf die 2, ne? Ja, genau. So. Und das macht aber auch nur ein Damage, ne? Das ist korrekt. Okay, jetzt gib mir die 5. 5! Oh! Maximal können 3 stehen. Und jetzt kommen eine 5 da. Eine 5 noch, Baby. Leute, jetzt kippe. Aber schon eine 6 dabei. Okay, maximal 2 können sterben. Okay. Wir sind insgesamt nur 5 gegangen. 5 gegangen, ja. Ich weiß nicht, Leute, ob sich das realistisch anfühlt, aber. Es fühlt sich realistisch an. So, okay. Was von realistisch. So. Jetzt werde ich sauer. Ja, okay. Da muss der auch noch rauf. Oh. Ja. Muss der noch raufholzen mit seinem Bolter, ey. Das ist so traurig. Mit seinem Bolter? Der dann. Ja, scheiße, ey. Okay. Gut, Leute. Wir fangen erstmal weiter an. Machen wir erstmal weiter. Das lief noch nicht so wie gedacht. Mhm. Tatsächlich. Genau. Die 3 Bolter einfach in den Flieger, weil sie es können. Mhm. Die hintersten. Zeig mal mit dem Finger, weil die Leute sehen das. Hier ist das meistens. Genau. Das ist einfach nur ein bisschen Knödelkram auf die 4. Einzel wiederholen. Und jetzt einfach auf die 5. Ja, einer. Rüster einfach. Genau. Leute, okay, hat er gesaved? Auch die 5, wenn das nicht noch drauf war. Ja, hier sieht es jetzt wie folgt aus. Ja, wir müssen echt versuchen, jetzt leider traurigerweise gleich, müssen wir so machen. Aber die haben geschossen. Mhm. Die hinteren 4 hier, die schießen jetzt auf, die können nur auf den schießen. Mhm. Und da mache ich auch Weapons of the Dark Age an. Für wie viel CP? 2 CP. Okay. Und ja, die schießen halt alles überhitzt. Auch überhitzt, dann sterben die, ne? Wieso? Die haben keinen Einzelnen, oder? Doch. Ja, ach so. Ja.
Okay. Ja, bist du verrückt? Hör mal. Warum muss ich einzeln machen? Die schießen jetzt auf den, auf die vier. Der erste trifft. Mhm. Der zweite. Einer. Der dritte. Okay. Also, die treffen alle. Auf die drei jetzt, mit Einsen wiederholen. Ein Glück. Ja, das sind 5 mal minus 3 tatsächlich. Hast du noch einen Sechser dort? Wollen wir dich jetzt ganz ärgern? Weil die Sache ist einfach die, ich könnte mich jetzt in Cover stellen, die ignorieren kein Cover. Wenn man ganz fair ist, kann er den auch sagen, keine Cover ignorieren. Er hat ja jeder die Fähigkeit. Der auch. Was ist das, ein CP? Nee, das ist einfach seine Fähigkeit vor. Genau. Okay, hast du jetzt auf die gemacht. Genau. Sagst du. Okay. Um dir das zu ersparen. Einfach Sechsten. Zwei Sechsen. Digga, macht der einfach auch zwei Sechsen. Ey. 9 Schaden. Mann, ja, Mann, Mann. Ist er doch tot. Ach so, ja, okay. Ja, alles gut. Hast du durch den Smite alles wieder gerettet? Passt du? Ja, gerade so. Aber Leute, das einzig Wichtige war, dass er jetzt diese Aura nicht mehr anmachen kann. Mhm. Deswegen diese Reihenfolge. Das heißt, die können auch überhitzen, aber 6 Schuss? Den werde ich jetzt nicht mehr klein bekommen. Weil mir jetzt alles hier fehlt. 2, 4, 6 Schuss. Mhm. Genau, auch überhitzt. Gleiches Spiel, ihr kennt es. Also der erste auf die 4. Einen sie wiederholen. Okay. Der zweite. Oh, oh. Ja, das sieht. Ja, 3 Treffer. Ja. Auf der 3. Zweimal. Zweimal. Einmal. 2 Damage. Yes. Ja. Gut. Und jetzt kommen wir auch schon fast zum Ende. Deswegen, obwohl, warte, noch nicht ganz. Man soll ja nichts verkommen lassen, ne? Sagen wir immer. Ja. Machen wir nochmal 2 Sachen. Einmal der Chapter Master hier schießt nochmal. Mhm. Auf die 3. Ja. Kann er. Mhm. Und auf die 5. Einmal minus 1 tatsächlich. Juhu, eine Wunde. Und genau, ihm habe ich nicht die Plasma. Ich hätte so einen Granatwerfer, muss ich jetzt gucken. Dann haben wir noch ihn hier. Ja, also Sturmkanone da rein und die 6 Schüsse da rein. Mhm. Come on, Baby, bitte. Ich würde gerne noch 2 töten. Das wäre geil. Dann ist okay. Auf die 3. Oh, Junge. Auf die 3, ja. Junge. Das sieht doch stark aus. Kein Whammy jetzt, aber kein Whammy jetzt. Ja, dreimal. Dreimal? 5er Retter. Ja. Und 2? 2 Damage. Der 2-mal. Tot. Ja, nochmal 2 mitgenommen. 2 weggenommen. Das ist nochmal ein bisschen besser, aber ja. Habe ich da noch 4 stehen? Hm? Ja. Ja, 4 noch. Ah, da können ein paar durch Moral gehen, das fand ich cool. Ja. Oder er macht diese. Und jetzt die 12 Schuss einfach in den dicken. Ja. Auf der 3. Und der wieder schon 7 leider auch, ne? Der Strato. Der Strapp so. Also auf die 5. So, für den minus 2. Ja. Einer. Ein Damage. Runde nochmal gemacht. Ja, Leute, das war im Grunde genommen der Zug. Mhm. Genau. Wäre doch nochmal spannend, wenn du Moral machst. Könnt ihr es schaffen? Auf eine 1, oder was? Ich habe 4 stehen da noch. Ja, also 6 verloren. 7, 8 haben die? Ja, 8er. Also 1 und 2. Ist eine 5. Okay. Geht einer plus einer. Einer, 1 wieder. Einer plus 0. Einer plus 0. Okay. Ja, ich würde sagen, Zielerreichung vom Plan so. Okay. 70% vielleicht. Mhm. Genau. Und das war die Runde. Was interessant ist an dieser Stelle allerdings, ist, ich punkte ziemlich satt. Und zwar einmal für jedes halt doppelt. Einmal hier 2 Punkte für Bring It Down. Mhm. Plus 2 Punkte, weil von Ravenwing einer hat getötet. Also 4. Ja. Und das gleiche auch da drüben. Und was habe ich noch genommen? Also und 2 Punkte für an allen Fronten. Genau. Killmore, wie viele Einheiten habe ich dir eben getötet? 2? Du hast mir getötet 2-mal Bike-Trupp und dann die anderen hast du, glaube ich, angelutscht. Okay. Also das bedeutet, Killmore bekomme ich nicht. Ich bekomme für 2 Punkte für Engage on All Fronts. Genau, wir machen das gleich. Und das letzte habe ich genommen. Banner hast du genommen, das kommt Banner, jetzt. Banner, da kriege ich jetzt 3. Und für euch auch nur am Anfang meiner Command Phase. Ich bekomme jetzt 15 Punkte, was ziemlich nice ist. Ja. Direkt in der ersten Runde. Mhm. Und ja, dann kommen wir auch. Das war auch interessant. Ne? Das muss man jetzt auch so hinnehmen. Ich wäre gerne noch auf diesen Marker gekommen. Aber deswegen fand ich den Move vom Major auch cool. Er hat es einfach so hingestellt. Wir hatten es dann vorher auch durchgesprochen. Ich kann zwar advanced und kommen damit weit, aber ich kann dann nicht mehr angreifen. Genau. Und wenn er advanced will, kommt er von der Seite und hier kann ich gut rumrödeln. Und das wollte ich dann auch nicht. Genau. Deswegen. Aber wir melden uns Ende der Bewegung Runde 2 der Adeptus Admec zurück. Bis dahin, Leute.
So Leute, Runde 2, Adeptus Mechanicum AdMac. Jetzt hast du mich wieder, wo ich hier die Würfel in der Hand habe. Jetzt also fällt mir einer, lass die doch mal auf den Teppich fallen und nicht immer auf das Holz. Ey, ich muss so. So Leute, wir haben jetzt hier ein bisschen bewegt. Ja, was ist passiert? Bevor wir es vergessen, der hat den Stratosphäre-Kopf hier bewegt, hat auf 6 Zoll die Aura vom AdMac. Hier ist mal eben hier drauf. Ich habe 6 bekommen, habe 2 ausgegeben für wiederkehrende Refrain. Ich möchte gerne wieder 1 wiederholen, weil das super stark ist. Ich gebe jetzt noch, also das habe ich in der Movement Phase gemacht, gebe ich ein CP aus, damit hier eben nichts irgendwie mehr. 6er Pain hat. Das ist halt aus jetzt, okay. Der mache ich nicht. Ja, dann. Bewegung erst nochmal erklären. Also die Chickens haben sich dann ein bisschen so repositioniert. Die können jetzt auf diesen Dreier-Trupp hier schießen. Eine Sache müssen wir tatsächlich regeltechnisch noch direkt sagen. Den Vierer-Retter. Aber weißt du was, hier, das kennen die Leute schon hier. Ich nehme den einfach zurück. Mach deinen scheiß Fiener-Pain, ist mehr. Okay, das wird jetzt teuer zu stehen kommen. Leute, den Vierer-Retter so anmachen. Fünfer hat man ja gegen Beschuss so durch Jinx. Mhm. Aber den Vierer geht nur für Vehikel, also nur für Fahrzeuge. Das heißt, in der ersten Runde hätte ich das auf die einen Bikes nicht machen dürfen. Ist aber, ich denke, durch die Würfelergebnisse nicht so schlimm, da das Schicksal direkt selber eingegriffen. Jetzt bin ich ja nach meiner Runde mit allem Advance, also habe ich sowieso den Vierer. Ich glaube, das hat ja ein Bike gerettet, aber das ist auch alles okay. Ja, so, ne? Ich glaube nicht. So, also was macht. So, Leute, da ist der Akku-Leergang, aber wir haben jetzt einmal nachgeladen. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten hier gesagt, Aura hat er nicht ausgemacht, weil er das schon kennt, ist okay. Hat er den zurückgenommen, hat wieder 4 CP. Hast du irgendwie in der Command-Phase noch ein CP investiert für ein besser Treffen oder irgendwas? Nee, ne? Diesmal nicht. Ich habe eben 3 verschiedene Fähigkeiten. Skitari, den Flieger kriege ich nochmal einen besser und einmal das Auto. Das muss reichen. Genau, hier kann man sagen, die Corpus Cari in Prox-Form sind ausgestiegen. Die haben halt die falschen Bases, wie man einfach gesagt. Ich habe die auch ein bisschen breiter gestellt. Wie gesagt, das ist momentan eben so ein bisschen, weil GW nicht liefern kann. Ich könnte nicht so stellen können, dass ich quasi gesehen den so stellen kann und die daneben, dann könnte ich alle schießen, weil die nur 12 Zoll haben. Ich habe das so ideal ausgemessen, dass ich notfalls den Melter an beide dran bekomme. Ja, Melter, nicht Volkite hast du gesagt. Melter auch. Auch noch Melter und Volkite? Ja klar, Volkite ist anstatt dem Bolter. Dann kostet das Ding ja 980 Punkte. 190. Wahnsinn. Du kannst ja anstatt dem Bolter ganz den Volkite knüpfen gehen. Ja, ist gehen. Ja okay. Ja, ich dachte, so ein paar Mortals am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Ja, das ist so, ja. Mortals gut. Gut. Okay, Leute. Dann fangen wir mal an, schön, oder? Ja, sehr. Du hast jetzt mit einem Vierer-Retter, ne? Vierer-Retter, genau. Und auf den könnte ich halt 4 Retter anmachen. Auf den Ravenwing Telemaster. Okay, Sir. Okay? Dann, spiel mal richtig. Spiel mal nach richtigen Regeln. Neue Army. Ja, ja. Bin ich auch. Sagt Mr. Bikes Vierer-Retter, ja? Ja, advanced. Okay, pass auf. Was machen wir jetzt als erstes? Ja, weißt du noch nicht? Oh Mann, ey, der Akku ist schon wieder leer jetzt. Jetzt echt? Nein. Komm. Okay. So, 10 Schüsschen in die Bikes hier. Die Pferdchen jetzt. Hupte rein. Ja. Alle? Willst du mich verarschen? Was ist das? Das ist so ein gelegter Wurf. Also, ich kann da nichts dafür. Das sind deine Würfel. Wir wollen doch mal richtig. 6 sind. Oh, keine 6. Schade. Stärke 4? Ja. Das sind nur 3 Stück. Ja, nur 3, 5. Jetzt muss ich die rühren, Leute. So, nämlich. Kein Minus, ne? Da. Siehst du? Lebenspunkt weg. Nee, 2er, 4 no pain. Okay. Er schießt. Wer ist er hier? 4, 5, Johnny? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 auf die 4. Ich bin mit dem Advanced. Mach doch. Interessiert den nicht. Hat Sturmwaffen aus? Nee, Cognis-Weapon sagen immer, wenn du Advanced. Aber was ist das für ein Wurf? Ja. Heilige Maria, Mutter Gottes. Zum Glück nicht hier 6 explodieren und so, ne? Dann hätte ich jetzt hier gemacht Spielerbruch. Oh, jetzt müssen wir später. Ich würfel schon wieder ein. So, dann ob der 5 hier. Oh mein Gott, da werde ich richtig nass in der Box. Alter, kommst du mir so vor oder wirst du gut hier immer? Oh, da ist der Erste. Da ist der Erste. Okay. Leute, wenn die rot die dunkle macht, dann müssen wir die guten nehmen. Das sind nämlich die weißen Würfel. Die nehmen wir jetzt hier. Das sind die guten. Das ist richtig gut, ja. So, dann schießt der Johnny hier. Ja, also der Desintegrator. In die Möhren hier rein. Ja, mach doch mal. Aber sieht er nicht, ne? Doch, sieht er. Hey? Nein. Nur die indirekte jetzt. Ja. Ne? Mach doch. Ja, genau. Vollschnitt. Aber der macht ja nicht +1 to hit. Okay. Oh, siehst du, direkt eine Bestrafung. 1, 2. Nicht getroffen. Wow, voll die Bestrafung. Scheiße. Ja, das ist eine Bestrafung. Das ist eine Bestrafung. Hier, ob der 4. Oh, Leute, ich glaube mal das Gute. Weg mit diesem. Ja. Minus auf die 4. Geile Würfel, ey. 4 Damage. Der Erste. Nee.
Der zweite. Zweite. Einer tot. Siehst du? Deswegen sage ich immer, ey, das ist scheiße, ja. So, was machen wir als nächstes? Sechs Lask kennen. Mhm. Ich bin ja drauf und dran, auf den Druck zu gehen. Ne? Ja, mach doch. Das ist dein Leben. Das ist ein Fünfer, ne? Das ist ein Vierer. Vierer-Trupp, ne? Mit den Plasma-Interceptern. Ja, genau. Ich schieße einen da drauf, den Rest da drauf. Immer okay. Schön aufteilen. Der erste. Ja. Ach, scheiße. Hier wollte ich. Egal. Selbst verkackt? Nee, habe ich jetzt. Was denn? Ja, das war ja gar nichts. Trifft nichts, der überlebt. Mach doch, wieso machst du jetzt der Rest so auf streng derer jetzt hier? Was ist mit dir? Ja, weil ich das verkackt habe. So, ein einziges Mal. Ja, die Last kennen Chicks, kennen gar nichts. Die Leute, Gentleman's Play, ich hätte es ihm gegeben. Aber ja, jetzt kommt aber. Die 4 auch noch. Nein! Oh, warte, halt, stopp. Drei Damage wären es. Ja, ist mir egal, den wiederhole ich natürlich. Das ist okay. Verrückt. Zippel. Vierer. Oh, läuft nicht, ey. Mach mal viel noch Pain, hier. Ja, drei. Bestraf mich mal für ein CP. Das ist ein Würfel, was ist mit... Oh. Siehst du, deswegen habe ich... Das war der Trupp hier, ne? Ja, deswegen habe ich das Janisch erst angemacht. Ja, ist ja gut. Bist ja echt der Heftigste. So. Ich bin gut, ich weiß. So, jetzt so. Nehmen wir mal ein CP. Schön. Für? Ja, 27 Würfel in die Jungs da rein. Welche 27 von? Den Elektropriest. Ach so, ja. Ah, das können wir mal zeigen. In den Bike-Trupp da? Ja. Ja, ist ja gut. Okay. Das sind 9. Ja. Das sind 9. Ja. Siehst du, da hinten fällt schon alles vor lauter Panik genau, zurück. Bei 27 Würfeln, da erzittert die Platte. So, 27 Würfel. Ja. Upte? Upte 3. Irgendwas wiederholen? Da kriege ich nicht plus 1 zu Hit. Konnte ich mir auch nicht anmachen, weil die noch nicht auf der Platte waren. Ja, weiß man nicht. 6 explodieren alle 10-fach. 1 Million-fach. Oh mein Gott, ich werde so nice in die Hose. Ach, und ich habe ein CP ausgegeben, damit die DS minus 2 bekommen, ne? So, 1 wiederholen. Das hast du noch nicht abgezogen. Doch, klar, ich habe 3 nur noch. Habe ich schon gemacht. Und da ist noch eine 6. Geil. Okay, so. Also, pass auf. Man nehme 5 raus. Ich werde nass in die Hose. So, nee, man nehme die alle raus. Hier, die alle haben getroffen. Und jetzt 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das bedeutet 22 zusätzlich. Ja, ist doch schön. So, 6, 7, 8. 8. Kriegen die auch einen Dreierretter? Nee, ne? Das haben nur die... Ah, die haben auch einen 5er Retter, 5er Finger Pain. 11, 12, 10 wiederhole ich einfach. Okay. Stärke 5, ne? Ja, Stärke 5. So, Leute. Auf die 4. 10 wiederhole ich einfach. Mach doch. Oh, den darf ich nicht. 6, 7, 8, 9, 10. So viele 4er Rüster. Die alle. Hm? 4er Retter. Weil der mach ja der ist minus 2. Warte, halt mal fest. Deine Hand. So, Junge. Kauf dir ein paar neue Schuhe. So, Leute. Schuhe oder Sandalen? Hier, kommen wir. Entschieden Sie, ja. Oh, rums. Na, wie sah der aus? Der war gut. 1, 2, 3. Oh. Und 3,5. 3,5. Ist auch interessant. Wie willst du gerne wegnehmen? Nimmst du die Vordersten weg, kann ich auf den schießen? Kannst du so oder so schon. Nee, tatsächlich. Nee, ja. Deswegen. Ja, muss ich ja so machen dann. Ja. Ja. Also Leute, genau. Weil er steht ja noch in 3 Zoll zu denen, die beschützt ihn nicht. Die noch 3 Zoll, aber die Einheit ist noch näher an ihm dran. Deswegen machen wir das so. Hm. Der eine hat noch 1 oder 2 Leben. Ein Leben. Genau. Oh, hier hinten ist der Dark Angels Friedhof von Caliban. Den zeige ich euch nicht. So, gut. Das war gemein. Aber ich habe gut gesaved. Das war fies. Das war gut. Das war richtig fies. Mann, auf voll viele Sechsten. Diggi, Mann. Boah, das hat so richtig Bock gemacht. Aber du hast noch einen 4er Retter. Da braucht man dann auch. Das richtig. Warte mal denn. Der Flieger, der muss auch auf die 2 Plus treffen. Nein. So. Da hinten. Digga, dieses 2 Plus, ey. Es geht 6 Kniften in den Lutscher da rein. Der Einzelne? Ja. Ja, und das Phosphor oder was ist das? Bitte? Phosphor in den Einzelnen oder was? Ja, minus, ja. Genau. Und dann hat hier noch einer ein Leben. Den sehe ich nicht. Sehe ich den von dir aus? Ah, von der Flügelspitze muss man ehrlicherweise sagen, schon. Ne? Oh, Mann. Ja. 2 Leskens hier. Die haben auch einen 4er Retter oder was? Ja, alle Advanced, denke ich so. Auch die mit schweren Waffen und sowas? Ja, das geht ja nur darum, dass man schießen dürfte in der Devastor-Doktrin. Dann, selbstverständlich, die Jungs, die schweren Sachen da rein. Und den Rest vom Schützenfest würde ich sagen, in die beiden hier rein. Mhm.
Ich glaube, ich lasse da die Flanke hinten erstmal liegen. Also, wie gesagt, der Rest hier rein, die 2 Melter, die Delta da rein. Die Plus-Bingsbums, du weißt, was spannend. So, 6 Schüsschen, ja? Huge. 6 Schüsschen hier rein. Yeah, ich habe ein CP ausgegeben. Yeah. Trifft auf die 2. Yeah. Einsen wiederholen. Weil er die Canticle nochmal reingeholt hat. Ob da rein. Oh, 4 mal minus 2. Das Phosphor jetzt auf den einzelnen armen Dude hier. Auf die beiden hier. Auf die? Ja. Ne. Doch. Gib mal 4 Würfel. Oh, bist du nervös? Nö, ich kann ja eh nichts machen. Auf die 4. Ah, habe ich von der ist kippelt. Einer mit einem Leben, Johnny! Ja, mach doch. Ja, genau, der näher steht. Nein, Spaß. Ist mir ja. Ist ja. Pass auf, hier für dich, John. Kauf dir ein neues Paar Schuhe. Ja. So, Sandalen. Sandalen. Sandalen, okay. So, und jetzt? So, jetzt die MG-Schützen auch nochmal rein, ne? Auch in den? Ja, sicher. Der Arme, okay. Eins wiederholen, ob der 2. Oh, das ist so sexy. Ob der 5 aber jetzt hier. Johnny dreimal. Dreimal für Johnny. Dreimal für Johnny. Ob der 3 jetzt aber, Leute. Ob der 3. Kein Thema bei der GEMA und kein Trigema auch noch. Thema bei der GEMA. Ja, Salami, ja. Richtig geil jetzt. So. Also, okay. Was ist das jetzt? Laser? Oh, schon wieder die 2. Auf wen geht der Laser? Haben wir doch gesagt, die Melt Heinis. Zweimal getroffen. Zweimal verwundet. Oh, arg. Gib mir mal die Johnny-Würfel da jetzt hier mal. Ja, ich kriege die. Aber glaube ich stark. Der, der erste, den ersten nehmen wir. Ist eigentlich egal, ob man den Reroll macht, glaube ich, ne? Ja, den ersten Reroll wir. Nein. Nicht? Den zweiten? Nicht. Der erste. 4. Er macht doch immer genau den Schaden. Der zweite. 5. Beide tot. Nimm die weg, die Lutschers! So ein Lacker hier, hammerhart. Okay, weiter jedes. Hast du den CP abgezogen? Ja, hab ich. Okay. Ja. Wir machen wieder plus 1 to hit. Das war ziemlich sexy. Obwohl, nee, das kann ich diesmal nicht machen. Mhm. Weil er hat auf andere Ziele anvisieren muss. MGs, Bazooka geht da rein. Wenn ich den wegmache, kann ich mit allem da auf diesen rumrödeln. Das ist schon ziemlich sexy. Der 5er-Trupp, der interessiert mich eigentlich eher weniger da hinten, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Deswegen machen wir das auch einfach so. Also, der hier rüttelt alles in den Einnehmenspunkt Johnny rein. Okay. Ja, komm, ich nehme den weg. Ja. Ist ein bisschen Zeit sparen, okay? Alles klar. So, dann The Grand de Final. Ja, machen wir den Grand Final. Also erstmal 8 Schuss Volkkaltknifte. Ja, jetzt kommt Melter, ne? Ja, nee, das ist diese. Aber Melter kommt auch noch, ne? Genau, das ist diese Mortal Wound-Geschichte. Ja, da muss ich einmal CP investieren für 4 Retter gleich wahrscheinlich. Okay. Also erstmal, wenn die Wunde kommt, aber mache ich wahrscheinlich. Mach mal. Ja. Erstmal Volkkalt jetzt. Ja. Eins wiederholen. Oh, keine 2. Ja, alle, okay. Hast du mal Stärke 6? Nee, Stärke 5. Auf die 5 dann? Oh, Volkkite ist was? Du kennst das? Es gibt verschiedene Volkkites. Okay, dann muss du hast, glaube ich, nicht den gleichen wie ich. Dann gucke ich nach. Wir melden uns gleich nochmal zurück, Leute. So, Leute, jetzt haben wir es nachgeguckt. Stärke 6, kein Durchschlag und 2 Damage, oder was? Eine Mod Wound. Ja. Und so viele Rüster erstmal. Ja. 5 Stück. Vielleicht 2 Damage. 5 Rüster. Habe ich den Reroll, habe ich irgendwas schon benutzt, ne? Glaube ich. Ja. Also einfach auf die 3. Okay. Eine Mortal schon mal. Hat er noch 7. Melterkarte, wie viel haben die? So, Leute, 5 mal auf die 3. Kann er es wiederholen, seine Power. 1-1. Bleibt 3-1, 4 und mal. Und auf die 3. Oh, das sieht schlecht aus für den Jungen. Das sieht schlecht aus. Wie weit kommen die? Kommen nicht so weit, ne? Du hast, glaube ich, nur Melter-Range in 6 Zoll, ne? Okay. Ja. Ah, oh. Oh, der zählt schon. Ich habe einmal gut und einmal schlecht. Ich will schnell nervös machen. Bist du bereit? Ja, bist du bereit? Bitte Slow oder Fast-Time? Was willst du? Mach, wie du willst. Komm, das ist egal. Oh, der war schlecht. Der kann nicht sterben. Ich will aber. Nee, dann mach ich's. CP! Nein. Oh, geil. Nochmal einen rausgelutscht. Ja. Das heißt, der kann schon nicht sterben, weil du maximal 6 machen kannst. Und den hält der. Den hält er. Das ist der Beste. Beste. Den hält er. Beste. Gut. Ich würde sagen, dann. Der Beste, Mann. Du bist befördert zum. Weiß ich noch nicht. Ciao, ciao, Unis. Die Jungs hier rein. Muss ich zur Abwehrfeuer gehen? Oh. Ja. Ja. Dann bitte. Ja. Machen wir. Dann hier erstmal die ersten 6 für dich. Ich gib's dir immer in die Hand. Ja. Ist einfacher. Rums. Oh. Was ist das für ein Mucki, ey? So, dann 12 Schuss. Alter, was ist das denn, ey? Hier. Bitte! Ich will am besten. Lass mich was töten. Digga, was ist das denn, ey? Also, Leute, ich weiß nicht. Keine einzige 6. Oh oh. 7 reicht. 7 reicht. 7 ist gut. Das war mal richtig mau, oder? So, 7. Mhm.
So, drei Stück. Mhm. Drei Jungs. Sag mir mal, wie die, ob ich die Wahrnehmung habe, Leute, ob meine Würfe heute nicht laufen. Weiß ich nicht. In den Kommis. Ja. Eine 6, eine Mortal. Ja, eine 6. So macht man das. Ach so, pile in, sorry. Ja. So witzig finde ich das jetzt nicht. Was willst du denn dein Ziel? Weiß ich schon nicht. Kommt einfach drauf an, ob ich die töte oder nicht. Wenn ich die hoffentlich tötest du ihn nicht. Hast du Fallback und Jar und Shoot? Ja. Und so? Aber du kannst da nicht mehr chargen, ne? Ich glaube nicht, ja. Okay, das ist wichtig für mich. Dann 6-mal. Oh, der sah gut aus. Auf die 5. Oh, das keiner. Ist nix. Okay. Dann. So. Das war nicht aber gut. Jetzt tricksen wir ihn aus. So. Boah, der hat 4 Tacken, geil. 4 Tacken. Geiler Typ. Die 2. 2, 3 Treffen auf die 3 tatsächlich. So. Dreimal verwunden. Oh oh. 2 Damage, glaube ich. Oder? Es ist nur. Nee, 1 Damage. Einer? 2 gekillt. Ja. Hätte einer wenigstens noch hier stand. Das ist cool. So, dann steht er einfach hier. Soll der da im Nahkampf sein mit dem? Nee. Okay. Also, Leute, ich hätte jetzt hier die Wahl tatsächlich. Ich könnte jetzt quasi abhauen für 2 CP. Mhm. Und ja, ist halt die Frage, ob mir das halt so viel bringt, weil ich jetzt sagen könnte, okay, ich stehe dann da frei und kann so schießen, aber ich glaube, es ist ratsamer, drin zu bleiben, den versuchen wegzuschießen und dann quasi die restlichen schweren Waffen auf die Priester da in dem Fall zu allokieren. Wenn du die 2 CP auf jeden Fall noch brauchst. Ich glaube schon, dass die 2 CP woanders brauche, lieber hier nochmal mehr Schaden machen und so. Ja, aber denke ich mal auch. Das sind so Gedanken, die man immer so hat, aber ganz cool vielleicht. Das heißt Swift Strike, immer interessant. Okay. War's das? Das war's. Gut, wir machen Punkte. Wir melden uns Ende der Bewegung der Dark Angels zurück. Runde 2 erst. Ich weiß nicht, mein Gefühl ist heute, dass ich irgendwie umgekniffelt worden bin, zu viel Schaden schon genommen habe. Ich guck mal, was ich hier noch so machen kann. Ja, dann melden wir uns gleich in Runde 2 zurück. Bis gleich. Dich langsam. Gib mal ein bisschen Gummi hier. Ja, ich, ne? Genau. So, Leute. Also, Command Reroll habe ich nicht bekommen. Leider ein CP, also nur einen normalen dabei. Ich habe das hier ein bisschen so aufgegeben. Jetzt mal gucken. Sind aber jetzt hier in 3 Zoll zu den Charakteren, wisst ihr Bescheid. Von dem Zweier-Trupp hier einen wiedergeholt, quasi. Hier ist der Apo, hier habe ich, die sind noch zu dritt. Die haben auch den Chapter Master Reward bekommen. Und genau, hier, die sind nicht advanced. Ja. Ganz wichtig, er bleibt im Nahkampf, ich habe es euch gerade erzählt. Und hier hinter, das seht ihr vielleicht nur hier durch, sind nochmal die 3 Biker, die einfach das Missionsziel mit Objekt gesichert halten. Genau. Macht aber immer noch richtig Spaß zu spielen, ja, muss ich ja sagen. Genau, wir fangen mit der Psi-Phase. Da macht er hier einfach mal wieder ein Smite-A-Roni. Oh, einmal den Super Smite. Wieder ein Schaden. 1. Ja, ist ja noch 5. Ja. Dann geht es weiter. Schussphase, kann man sagen. Er wirft eine Crack-Grenade da rein. Trifft. Auf der das, einmal minus 1. Locker. So, er hier. Wer ist er? Erstmal die hier, überhitzt in den Flieger. Mhm. So, nur noch 1 CP, ne? Da, 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 sollte außerhalb 6 sein, keine Sorge. Ja, safe. Und was mit dem? Ja, das ist ja der Apo, der ist egal. Ach so, das ist ja. Was mit dem? Ja, ihr seht, der Major ist die ganze Zeit auf seiner Metallica-Basis unterwegs, aber das jemand nicht. Okay. So, 4 Schuss überhitzt in den Schmocko. Upte 4. Ah, ich habe es nicht gemacht. Ich habe zum Glück aber keine 1 dabei. So. 3 Treffer. Upte 3. 1 sind wiederholen. 3-mal. Minus 4 jetzt. Und minus 4? Ja, 6 Damage. 6 Damage exploding oder ja, nein, vielleicht. Für die 3 Chars und den Trupp hier. Ich habe eh nichts gerade anderes. Ich brauche meinen CP nicht. Ich mache dir ordentlich Damage. Du hast schon geheilt. Mhm. Und dann könnte ich dem. Ich würfel, glaube ich. Okay. Weil. Da brauchst du aber die 6. Ja. Nee. Ist direkt. Flieger AD. Den stellen wir gleich weg. Aber erstmal geht es weiter im Programm. Das war, wie es mir erhofft hatte. Deswegen schießen wir jetzt weiter und überhitzen die, schießen voll in den rein und machen da auch Waffen des dunklen Zeitalters an für 2 CP. Jo. Und dann haben wir
6 Schuss nur. Der erste. Genau. Jetzt einzeln natürlich. Ja, ja, Opte 4. Einer. Der nächste. Keiner. Keiner. Ach, die haben die Chapter Mastery, UA. Eigentlich ist es voll riskant jetzt. Ja, deswegen. Ja gut, den mache ich nicht. Hast mich überzeugt. Okay. Okay. Viermal. Und jetzt Opte 3. Und eins für den Spaß. Dreimal minus 4. Habe ich nichts. 9 Damage. Hat er noch 3. Hat er noch 3? Mhm. Aha. Ja, gut. Gib mir mal was in Rot, bitte. Ja, hier ist ein Roder. Ja, gegen die Raider machen wir jetzt tatsächlich nichts. Ja gut, der muss alles... Mhm. Muss er echt? Muss er. Muss er, ne? Ja, der muss alles da reinschießen, Leute. Okay. Heavy Boulder. 6 Schuss. Opte 2. Opte 5. Skippe. Nein. Ach, Mano, Junge, was ist denn mit dir? Das ist, du hast no Skill beim Würfeln. Ich habe echt keinen Skill beim Würfeln, ne? Das ist echt krass. Muss man ganz klar sagen. Da muss ich irgendwie mal, da musst du mich mal in die, wir machen bald mal ein neues Taktikformat Würfelschule, ne? Ja. Oh, da ist das Format Würfelschule. So, 6-mal Opte minus 1. Schnitt müsste leben. Echt? Nein. So ist kein Schnitt. Minus 1 sogar, ne? Ja. Nope. Explodiert da nicht. Mhm. Schön. So, Leute. Der Capitano schießt jetzt hier nochmal in die Pferdchen. Mhm. Opte 2. Okay. Und wieder schon 3, ne? Das habe ich immer angelogen. 2 minus 1. Zumindest 2 tatsächlich. Eine Wunde. Oder haben die 4er? Die haben 4er. Ja, aber 5er hält. Mano. Eine Wunde. Ich habe minus 2 oder 1? Minus 2. Dann habe ich ein Leben noch. Okay. So, Leute. Und dann... Schieß mal mit dem großen da. Hm? Den hier erstmal? Ja. Okay. Wie teilst du die Waffen auf? Das würde ich jetzt wohl gerne wissen. Mhm. Die haben auch einen 5er Fino Paint. Mhm. Die Schweine. Ja. Ja, da mache ich nichts. Also die 12 Schuss in den einen Lulli. Ja. Ne, Leute, und den Rest in die Corpus Cari. Okay. Schade. So rum will man es eigentlich nicht machen, aber ihr wisst, wie es ist. So, 12 Schuss, minus 1. Ja. Auf die 3. Mhm. Jetzt Opte 2. 9 noch. Und? Einer nee, raus. Nee, 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 nicht auf die 2, auf die 3. Wieso? Stärke 6. Ach so. Ja. 3, 6, 8. Wenn er das überlebt, Spielerbruch. Spielerbruch, Spielerbruch. Jetzt Zauberwurf. Boah, war schon nah dran, ey. Mann, ey. Okay. Ist er weggerutscht? Ja. Mhm. Ich muss ganz kurz nur wissen, da habe ich eine Einheit schon getötet und hier, ne? Mhm. Und da auch. Ja. Das sind schon 6 Punkte auf dieser anderen Mission, ne? Weil alles halt, was tötet Ravenwing hat, ja, ne? Es ist krank, ne? Ja. Nur so. Okay, Leute, und hier ist eigentlich relativ klar, die rödeln alles in die Boys da rein. Mhm. Da haben wir... 20 Schuss, genau, 4, 8, 13, 16, 18, 20 und jetzt Opte 3. Mhm. Die gehen alle raus und jetzt Opte 3, einzeln wiederholen. Eine dabei. Auf wen ist das? Auf die Corpus Cari. 4, 8, 9, 10, 11. 5, 6, 7, 8, 9. Ich hoffe, das kommt jetzt auch mal zurück hier. Das sind meine Lieblingswürfe von dir. Ich bin abergläubig. Ja, das war noch nicht der Aberglaube. Kommt der in der zweiten Runde? Ist okay. Ja, war normal, ne? War normal. Oh yeah. Alter Belly, ey, da dreht sich mir der Marm, wenn ich sowas sehe. Mal 5 ja, Stück ja. Nur, jawohl. Mando, das ist hier unglaublich, hör mal. So macht man das. Okay, Leute, mhm. Das war auch so 3 Minus, mhm. Aber ist okay. Und jetzt sind wir, glaube ich, tatsächlich zum ersten Mal in der Nahkampf- und Angriffsphase angekommen. Ja. Und zwar fangen wir an. Die hier greifen natürlich, das sind 5 Dudes hier noch, ne? Mhm. 5 Dudes. Dann geben die, ich greife beide auf jeden Fall an. Mhm. Ich muss eine Sache nochmal nachgucken, das wäre nochmal interessant. Kommen wir gleich nochmal zurück. So, Leute, brauchen wir eine 5? Mhm. Eine gewürfelte? Ja. Ein Pferd, ein gutes Pferd. Können die was im Nahkampf, diese Priester? Du?
Geht so. Ja. Ich hatte noch kurz geguckt, ob man quasi den Tactical Appraisal heißt das, ob man das jemandem geben kann, auch in jeder Phase, aber das ist leider nur Command-Phase, deswegen ist es hier leider nicht relevant. So. Ich werde es wahrscheinlich so irgendwie machen. Mhm. Ich probiere nochmal einen Lucky Charge hier. Mit dem Kollege. Ja. Oh. Nein, aber ich glaube, wenn minus... Ah, ne, Flyer, was hier. Okay. Mhm. Bleibt dabei. Wir können direkt durchziehen, glaube ich. Ne? Es sind alle auf dem Marker. Hier wird gebased. Hier wird gebased. Die drei, die haben ja etwas größere Bases. Hier wird rein gebased. Der geht so, pam. Mhm. Ah, ich sehe das jetzt hier. Ach. Ja. Und der geht halt nochmal so ran. Okay. Und genau, wir hauen natürlich den vermehrten Anteil auf die hier, also den Chef und zwei normale gehen auf die. Zwei normale machst du als erstes. Genau. Das sind sechs Attacken, ne? Hey, Mario. Ich lerne. Stark. Eine Sache gucken tatsächlich noch. Das ist nicht unwichtig. Und der Base. Geil. Opte 3. Okay. Und jetzt Opte 3, eins wiederholen. Zweimal. Einer. Und dann haben wir nochmal sechs. Mhm. Plus eine. Mhm. Opte. Johnny. Und auch auf die drei, ne? Mhm. Und mit Einsen. Ja, viermal minus eins. Warum minus eins? Kettenschwert, Astartes Kettenschwert. Achso, auch die alten jetzt? Ja, ja, die alle haben jetzt minus eins. Okay, das krass. Ist ein Vierer, ne? Gehen drei. Die drei. Okay. Dann ja, kann ich, glaube ich, nicht sinnvoll nachpeilen. So, der geht hier auf den Marker. Jetzt genau. Genau hier rein. Oh. Genau, der Arme. Sind aber auch nur noch fünf. Das heißt, sobald einer geht, halte ich den Marker. So, dreimal erstmal den normalen. Trifft nichts. Dann die Corpus Cari haben sechs Attacken. Mhm. Brauchst du noch einen roten? Habe ich. Ja, habe ich. Okay. So, treffen vier plus Tesla. Ach, das explodiert da auch? Klar. Stärke fünf. Ja, dreimal. Minus zwei. Minus nichts. Minus nichts. Geht nicht mehr. Auf die drei schaffe ich eine 3. Ich schaffe, ja. Eine Runde geht rein. Ja. Dann Morale. Erstmal für den kleinen Vengatrupp. Ach, ja. Hat geschafft, aber schade. Was denn? Du hast Toughness sogar minus 1 weniger. Weil die Vengas. Weil die Red okay. Waffen. Passt. Sorry, Leute. Das ja, war, die 3. Ja. Eine 3. Nee, geht einer. Ich habe 5 verloren. Nee, 7. Stehen noch drei, ich habe einen Neuner. Ja, hast du sechs verloren. Ja, das stimmt, geht einer. Und nochmal zweimal. Beide geschafft. Okay, also geht einer, aber den Marker halte ich jetzt. Wegen Objekt gesichert. Mhm. Ravenwing, Leute, merkt euch das. Ravenwing. Das war auch nur das Ziel. Genau, dann machen wir jetzt Punkte. Und dann melden wir uns gleich in Runde 3 zurück. Genau. Ja. So, auf jeden Fall gute Punkte. Bis gleich, Leute. Nein. Okay, Leute, wir sind zurück, Runde 3, AdMech. Der Major bewegt. Ich gebe euch mal wieder die Vogelperspektive. Zeigt noch mal kurz, was ist passiert. Die Jungs sind ausgestiegen, raus aus dem Nahkampf. Der eine kommt auf den Marker, der andere nicht mehr. Die beiden sind auch auf dem Marker geblieben. Der hat 12 Zoll die zum Schießen und können auf die schießen. Die gehen natürlich so hier in Ruine alle rein, dass die nicht mehr sichtbar sind. Ja. Also seine Mission ist natürlich jetzt, diesen Marker von den Objektbikes da frei zu bekommen. Also was ist mein Ziel jetzt? Vielleicht auch ganz interessant, weil das eine Hall-2-Mission ist. Ich versuche, den Marker zu clearen und meine Jungs stehen hier, weil die haben ja keinen Obsec hier. Genau, das die haben kein Objekt gesichert. Ich versuche, da mehr Leute drauf zu bekommen, dass er eine Nullrunde macht. Ich hoffe, das rettet mir so ein bisschen den Tag. Lass mal gleich mal gucken. Ich versuche, den Marker zu klären und da hinten das zu klären und das hier ist alles Bonus eben. Ne? Mhm. Ihr hört dazu. Jütchen. Also hier muss ich noch nicht mal den Marker klären. Du hast hier keinen Hammer? Doch, ein Hammer ist drin und zweimal einmal Doppelklaue. Okay, dann würde ich die doch anders bewegen, einmal kurz. Ja, mach doch. Weil da muss ich auf die schießen wahrscheinlich. Gib mir mal eine Minute. Schon wieder? Mhm. Okay. Okay, liebe 40k-Süchtigen. Ja, doch. Rolle rückwärts, alles so, wie es vorher war. Nee, war... Alles im passt. Westen nichts Neues. So, passt eh nichts. So, Zauberphase fällt aus. Fällt aus. Wegen schlechter Stimmung. Okay, Schussphase. 6, 7. Warte, ich glaube, ich habe. Sind das 10 auch nur? Achso, Canticles, vielleicht interessant. Ich habe gewürfelt, ich habe die 2 gewürfelt. Innerhalb von 9 Zoll bekommt der Gegner minus 1 zu Hit im Nahkampf und im Fernkampf. Das ist auch interessant. Finde ich geil. Okay. Okay, dann
Are you ready? I am. Wo geht's los? Die Jungs schießen. Die Sniper Boys auf meinen auf den Apo. Nö, auf den Typen hier. Ja, auf den Apo. Das ist doch nicht der Apo. Das ist der Apo. Alter. Er hat doch einen weißen Helm, siehst du? Und da hat er hier sein analoges Röntgengerät hier auf dem Schulter. Siehst du doch immer. Warte mal. Oh, Leute. Okay, mir ist da ja, ich dachte. Gut ist. So, nein, ich sag so. Doch was. Also, die, so, der die Zweiertrupp wird beschossen. Genau, jetzt ich dachte, das ihr. Ich wusste, ich dachte, das ein Priester. Also, dann. Know Your Enemy. Guckt euch mich als Format an. Ja, ja. Ja, ja. So, so ob da, oh, das war einer. Ja, ja, ja. Vier Stück raus. Ja. Eine Mortal und einmal minus eins. Okay. Minus eins, Leute. Hey. Zwei Damage, ne? Insgesamt? Ja. Ein Damage. Ein Damage. Juhu, mein erster, glaube ich, gefasst gefühlter. okay. Dann. Die haben ja kein. Fünfer Retter gegen Beschuss, mein Freund. Jinx. Jinx. Wie machen wir das jetzt? Also, du weißt schon alles, Diggi. Ja. Ist nur ein bisschen schwierig. Mach doch erstmal da, wo du nicht nachdenken musst. Mach doch mal hier das Auto. Ja, oder dein so. Auto, das sieht doch gar nichts. Ja, okay. Dein Auto entfällt. Okay, Auto entfällt wegen Regen. Ich muss eben jetzt hier ganz genau gucken, welche Einheit ich zuerst aktiviere. Leute, wir wollen hier einen schönen knackigen Reformband, der mal hier macht. Hier so eine also, die Melters gehen hier rein, der Rest geht da rein. Wie, du wolltest die Melter, aber da hast du gesagt. Ja, okay, dann schießen wir jetzt erstmal sechs Lascans hier rein. Okay, so. Hast du angemacht? 1 CP. 1 CP. Chickens treffen jetzt natürlich. Besser. Ich muss mal hier die Perspektive wechseln. So, okay, passt. Keine Eins gemacht? Nein. Die drei. Vier Stück. So, Leute, es wird Zeit für den Wunderwurf. Ob der fünf. Wörter. Einer. Einer vier. Tot. Zwei drei. Tot. Einer mit einem Leben. Einer mit einem Leben. Zack, okay. So. So, plus eins zu Hit. Mhm. Für die Lutschpastille alles da rein. Auf das Auto das? Auf die hier. Ja, wer macht plus ein? Ach, einfach ein. Ja, ja, genau. Sweater Gem ist das? Ja. Da muss einfach eine Einheit dann da sein, oder wie, ne? Genau. Das ist Metallica auch neu? Nee, oder? Das ist Disintegrator, dann ignoriere ich auch noch Cover. Ach, der Daisy schießt jetzt. Der Daisy, in die Jungs. Okay, sehr gut. Du bist jetzt im Wald, die zwei kommen raus, eins wiederholen. Es geschah im Wald, Domian. Was ist das, die zwei Schadenknifte? Nee, die normale. Maschinengewehr. Einmal drei Stück. Einmal drei Stück. Einmal drei Stück. Hupte drei. Einer tot, einer zwei Leben. Mhm. Und ich auf den Sarge. Mhm. Wer ist Sarge, der hier? Nee, der mit dem, das ist der Sarge, ja. Okay, dann okay. Die indirekte Knifte. Mhm. Oh, ja. Acht Schuss. Nur acht Schuss. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ob drei, oh, der war nicht gut. Der war besser. Dreimal minus eins. So, Leute. Noch nie brauchte ich Vieren, so wie jetzt. Und ich bekomme drei. Ich sag dreimal minus eins und du würfelst vier. Hey. Du kannst gerne nochmal... Auf die vier ist es... Nein, du würfelst drei nochmal neu, Digga. Nein. Ja, sicher. Nein. Ich gebe dir die Chance nochmal. Ich kann auch sagen, nee, ist nicht. Du hast vier gewürfelt. Passt. Und dann? Ja. Ich gebe dir die Chance. Komm, nee, das ist mir zu gefährlich. Nimm einen Toten. Okay. Komm. Die Bazooka. Ich geb dir nicht mal eine Bazooka. Die Bazooka. Vier Schuss. Dann hätte ich nochmal gewürfelt. Mein Gott. Dreimal. Ja. Zweimal. Fünfer. Zwei. Oh, toll. Nochmal eine Eins, bitte. Ach, Mann, oh, okay. Weggeflext. Ist er tot? Mhm. Weggebreselt. Gut, er hier hat jetzt ein einfaches Ziel. Alles in diesen Trupp. Mhm, geil. 6, 7, 8. Erstmal die kleinen Knöpfen. Oh, das war nicht cool. Aber gehört dazu, mein Gott. Zwei Mortals und vier Saves. Erstmal vier Saves. Ob der drei, ne? Mhm. Zwei Damage. CP, 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 CP. Nee. Vier noch Pain. Ja, einer tot. Tot. Wie viele noch? Zwei, ne? Ja. Keine? Okay. Also zwei Mortal Wounds. Zwei Sechsen gewürft. Ne, die hatte ich gerade schon. Ne, ne, on top. Okay. Also zwei Damage. Ja, okay. Oh, drei Treffen.
Stärke 10 wahrscheinlich, ne? Nee, Stärke 8, glaube ich. Der Melter? Melter haben, oder Stärke 9. Das ist dieser Volkheit-Melter. Machen wir erstmal 2. Ja. Vielleicht macht's kack. Machen erstmal 2. Genau. Boah, hier, CP. Oh. 6 Damage, okay. Ist Fritter. Ist er tot? Mann, ey, die laufen nicht, die Vierer. So, okay. Ja, schon mal knackig. Und sehr gut. Ach, ihr wundert euch, haben wir dort erzählt? Jeder eine Fahne gelegt. Ist eine Fahne ist ausgestiegen und hat eine Fahne gelegt. Genau, ja, so, stimmt. Chargers, hier rein. Genau, hier sind wir jetzt. Ja, brauchst ein bisschen was, das reicht glaube ich noch nicht, weil du um den Dingens rum musst mit Kavallerie. Ja, ja, kommst du nicht mit der Base rum. 2, 3. Du musst ja mit der Base hinten rum, Diggi. Das geht nicht. Das müssen wir euch mal zeigen. Ihr müsst natürlich immer komplett die Base. Warum? Guck mal, wie du mit dem Hinterteil kommst. Musst dich ja hier rumdrehen. Musst dich ja noch drehen. Drehst ja, musst ja nur so. Und dann kannst du jetzt rüber. Okay. Ja. Mach mal eine 5. Brauchst eins mehr. Nee, passt. Alles gut. Ich habe kein CP mehr. Achso. Macht das Sinn für dich aber? Ja, ist okay. Passt. Komm ran, Diggi. Nein, alles gut. Nein, komm, lass den Russen stehen. Okay. Gut. So, Leute. Das kennst du nicht mehr. Wo hast du den gerade ausgegeben? Ach, für den Lulli. Ich glaube, irgendwas. Okay. Habe ich mal einen ausgegeben. Ja, Leute, das war, machen Punkte. Das wird schwer jetzt. Ich hätte gerne den einen noch behalten, weil du sagst hier und da, aber. Jetzt hast du eine 5er-Runde gemacht, ne? Ja, gut, dafür hole ich bei Killmore eben 0 Punkte. Genau, ich mache zwar eine 5er-Runde, aber es ist halt primär, macht der Major alles richtig. Ja, das ist. Ich finde jetzt schon, es wäre, glaube ich, nicht verkehrt gewesen, wenn ich, hätte ich anfangen also, können, ne? Aber da sieht man das, also vielleicht auch jetzt hier wieder zu den Dark Angels. Ich versuche das mit Skill zu machen, die Mission zu punkten. Aber wiederum ein Dark Angel, jetzt nichts gegen den Adrian oder so. Ich spiele jetzt auch nicht mal gut, ne? Also genau, das muss man tatsächlich sagen. Das muss man ehrlich sagen, einfach die missionsspezifische zu nehmen, ja, ich töte was, kriege dafür Siegespunkte. Ist ein sehr unbalancedes Ding, ne? Genau, aber wir, ja, da kommen wir, denke ich, nochmal in der Nachsprechung drauf zu sprechen. Ich werde jetzt auch nicht viel machen. Also mein Ziel jetzt wäre es tatsächlich, ich gehe das auch einfach hier mit den Lullis weiter nach vorne, gehe mit den Typen hier rauf, versuche das alles hier zu töten, was hier ist, auf dem Marker. Ja. Dann ist er für mich ziemlich, ja, safe in Anführungsstrichen. Ja. Hier muss ich gucken, ob ich das irgendwie weggerödelt bekomme. Von dem Priester ein bisschen Abstand halt nach wie vor. An den ganzen Kladderadatstellen komme ich einfach nicht ran. Habe ich nicht die Range, die Geschwindigkeit zwar, aber nicht mehr die CP. Aber ja, das war so der Plan. Runde 3, Dark Angels, bis gleich. So, jetzt sind wir zurück. Runde 3 der Dark Angels. Ja, Chapter Master Reroll ist auf den Dreier-Tropee gegangen, wo ich einen wiedergeholt habe. Genau, das sind jetzt wieder 4. Die, wir sind auf jeden Fall safe, kriegen maximal indirekten Beschuss ab. Und ich habe die natürlich auch wieder advancen lassen, damit, ja, damit ich alles habe für Retter und hast nicht gesehen. So Leute, ich habe nur ein CP, leider keinen zurückbekommen, das ist ein bisschen schade. Und deswegen, ja, hier habe ich die beiden Dingens gelassen. Er ist hier noch in 3 Zoll, damit er zumindest nicht beschossen werden kann. Die Priester müssen irgendwann rauskommen, aber dann müssen sie das auch erstmal hier hinbekommen. Ja, wir zaubern direkt zuerst. Ezekiel macht einen dicken Smite. Kommt. Doch, der kommt tatsächlich, ja, mit plus 1. Das dritte Mal eine Wunde in diesem Spiel. Ja, das eine fährt weg. Ja, geiler Typ auf jeden Fall. Der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, wir machen auch mal Aura wegmachen auf den Dude da. Das kommt auf jeden Fall. Welche Aura? Der 2? Welche hat er? Nee, generell keine Aura hat er einfach. Nee, eine Aura darfst du wegmachen. Steht extra. Ja? Ja. Und was hat er? Plus 6 zu einer Range. Oder dieses plus 1 to move. Und 1. Ja, plus 1 to move weg. Okay. Plus 1 to move weg, genau. Schussphase sind wir angekommen. Starke Granate da rein. Er trifft er nicht. Genau, hier geht es jetzt direkt los. Völlig überhitzen und da rein. 8 Schuss, der erste. Auf der 4. Ich bin gierig jetzt. Ja, belohnt. Der zweite. Nein. Wir kriegen es sonst nicht weg, glaube ich, Leute. Tot. Doppeltot. Der dritte. Ich kenne dir dazu was von. Hast du verdient. 2 tot. Geil. Immerhin noch Treffer rausgeholt. So. Jetzt auf die 4 Einsen wiederholen. Ja. Geil. Wow. Zweimal minus 4. Ja, mach ich nix. Ja, 4 Damage. Hat er 10? Hat er mehr Leben bekommen? Ja. Hat er 14 Leben jetzt? Ja. Boah, Wahnsinn.
Ja, das wird jetzt eng, Leute. Mhm. Jetzt schießen wir erstmal hier weiter. Der Chef schießt jetzt die vier Schuss in die Corpus Cari. Nee, in die beiden Lullis da rein, die Vanguard. Minus eins. Nee, eins in den Hunden auch nicht für sich. Okay, dann haben wir gar nicht mehr so viel. Ich muss mal ganz kurz gucken, was jetzt dieser Granatwerfer kann. So, der schießt seine Crackshell auf die 4, auch auf die Corpus Cari. Trifft auf die 2, einmal für die Corpus Cari. Damage? 3. Jo, ein Corpus Cari tot. Einer weg. Okay. Dann machen wir weiter mit ihm hier. Der schießt seine Heavy Bolter in den. Der hat noch 6 Leben, ne? Ja. Wieso? Ne, 10 Leben hat er noch. Der? Achso, der hat 6 Leben, ja, das stimmt. Also, der schießt seinen Heavy Bolter in ihn und die 12 Schuss in die beiden Dudes. Okay. 3, 6, 9, 12 in die beiden Dudes. Auf die 2. Auf die 3. Echt? Wegen Wald? Wegen Tentacle auch. Okay. Ah ja. Und auf 2 für 6 mal minus 1. Gut, die beiden weggelutscht. Dann 5 Schuss in, 6 Schuss in den Panzer. Den treffe ich normal oder auch minus 1? Minus 1. Okay, auf die 3. Und jetzt auf die 5. Einmal minus 1. Habe ich. Okay. Und ja, der andere muss das gleiche machen. Tatsächlich 12 Schuss in den einen, weil ich unbedingt das Ziel erreichen muss. Habe ich ja hier schon und dann in den anderen. Auf die 3 dann. Und auf die 2. Für 2, 4, 6, 8. Tot ist der eine. Mhm. Und jetzt 6 Schuss in das Auto wieder rein. Auf die 3. Dreimal. Nichts. Nix, okay. Dann machen wir jetzt tatsächlich ein paar Charges. Charge mal. Der trifft auf die 4 im Nahkampf, ne? Ja. Der Dude. Oh, unangenehm. Mhm. Wir greifen mit den Thermis an. Die sind advanced. Sind echt advanced, ja? Ja. Schade, ist er leider nicht drauf reingefallen. Wie vertackert der? Ich weiß es nicht. 4? Ich habe die Kamera in der Hand. Ja, der hat, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich spiele gerade zum ersten Mal. Der hat auf die 4, ne? Der hat auf die 4 trifft. Der trifft auf die 4 und wenn der die, glaube ich, eine Wunde macht, dann macht der macht, nee, der macht einfach, das macht das nicht mehr. Der macht jetzt einfach 3 plus wie 3. Dafür so. Stärke 14. Auf die 4 plus tatsächlich. Ja. Und, ja, okay. Wie viele Attacken? Hm? Wie viele Attacken? 3, 4? Der hat 3? 3 hat er. Okay, 3 hat er. Das ist okay, ja. Dann greife ich mit dem Captain an. Der Captain ist auch advanced. Ja. Der darf. Du hast gesagt, du willst mit allen advancen. Ja. Mhm, tatsächlich. Dim, dim, dim. Boah, unangenehm. Hallo! Ja. To my assault rule. Say hello! Nee, Leute, da mache ich nichts. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Würde ich auch nicht. Das Einzige, was ich tatsächlich mache, ist vielleicht auf die Pferde da? Nee, ist okay. Musst du mich holen kommen. Ja. Obwohl er könnte auf die Pferde, ne? Das kann er machen. Ja, er geht auf die Pferde. Genau. Mhm. Die stehen ja so nah da dran, der geht auf die Pferde. Das können wir mal machen. Ja. 5. Genau. Steht er hier. Ja. Und die Thermis können eigentlich theoretisch mit hier durch die Wand reingehen. Dann sind die Presse an der Wand, ne? Genau, wenn die Presse an der Wand sind. So, Leute, Ezekiel fängt an. Mhm. Auf die 2, auf die 3, also minus 1. Kann er, kein Thema. Stärke 6 auf die 2. Macht der mit minus 3. Dreimal? Ja, hast du, glaube ich, nur einen Retter, ne? Haben die Retter? Retter. Auch im Nahkampf? Ja, immer. Der erste tot, zweite, zwei tot. Weggerutscht, ja. Und dann kommt jetzt mit dem Hammer hinterher. Der 3 Attacken, wenn ich es richtig blicke. Der trifft nichts. Mhm. Und dann die Kralle. So glaube ich. Nee, die 3 auch nicht. Auch nicht, ja. Einmal. Ein einziges Mal. Mhm. Ja, eine Wunde. Einer hier irgendwie noch 2. Nimmst du die raus oder was? Oder? Warte, ganz kurz. Ja. Achso, ich kann mal eben, ja. Ja. Also ich nehme auf jeden Fall als erstes, ich habe den getötet. Möchtest du näher ranpeilen an mich? Ja, ich base sie ab.
Okay. Ich muss, ach, du musst pro Modell und dann gehe ich erst, oder was? Nee, nee. Okay. Ich wollte nur von hier nehmen. Das hat jetzt für dich keinen Unterschied gemacht. Alles klar. Es ging mir nur darum, vielleicht noch einen Tick näher ranzuziehen. Ja. Ja, Leute, das war die Runde. Mhm. Wir punkten in jedem Fall wieder satt. Zumindest unsere Secondary. Die Primary sieht nicht so gut aus. Und dann melden wir uns Runde 4 des Atmec zurück. Geil. So, Leute, die vierte Runde ist relativ schnell erzählt. Ne? Mhm. Hier hinten hast du ein bisschen geschaffelt. Ne? Mhm. Die Einheiten, das ist einfach ad absurdum hier. Er kann hier nichts schießen, weil er die hier nicht sieht, wegen der Pyramide. Und die anderen sind Charaktere und werden halt einfach durch die Bodyguards. Sie werden durch die Bodyguards. Im Endeffekt, die sind ja egal, weil das unter zwei sind. Aber diese beiden Bodyguards können viel Charakter am Leben halten. Ja, die Chicken denken sich jetzt einfach so: Boah, da sind voll die geilen Charaktere-Ziele. Ah, warte, bestimmt ist da irgendwas Gefährliches hinter der Wand. Wir können einfach nicht auf die schießen. Von daher, ja. Nee, klar. Hier, die Priester sind ausgestiegen. Auf Ezekiel kann er auch noch nicht schießen. Und den will er jetzt im Nahkampf naschen. Ja. Und das ist es eigentlich, ne? Deswegen können wir sagen direkt, ja, fangen wir an zu schießen. Kentiger, kannst du noch sagen, du hast, was hast du genommen? Also für dich nur, die drei sehen trotzdem einfach nur den Priester hier. Ja, aber der ist ja auch ein Charakter. Hier ist egal. Ich werde dir trotzdem erst meltern, wenn ich Glück habe. Ach, du auf die Jungs, okay. Ja, ja. Alles klar. Mhm. Nee, aber es ist sehr unwahrscheinlich alles. Frage, also was jetzt interessant ist, ich habe nichts gefunden, ob ich den plus 1 Straight geben kann am Anfang der Phase. Was dagegen, ob das geht oder nicht? Weil es ist Metallica. Ja, ja, dann mach doch einfach. Ja, ich muss sie am Anfang der Command-Phase sagen. Was ist das denn für ein Canticle? Ja. So, nicht ein Cover, habe ich gesagt. Okay. Also ich dürfte sie jetzt eh nicht machen. Mhm. Und dieses Metallica-Canticle plus 1 wird am Anfang der Phase für den Metallica-Unique. Und er kriegt Metallica, das Keyword. Das ist ja so wie Imperial Fist kriegt ja auch Bolter Drill. Also ich will aber da den Charge schaffen. Also eigentlich ist es doof, das passt schon. Okay. Lass mal das so stehen. Okay, dann alles schießt in der, schießt alles rein. Okay. Alles. Okay, dann die Melter, das ist das Interessanteste jetzt hier. Fünf Melter? Das ist interessant. Also es stehen auch irgendwie so unfehlbare Charges, 6 Zoll Kacke hier. Okay. Okay. Melter! Ja. Einer nicht. Mal eine andere Frage. Haben die auch Transformatoren eingebaut? Ja. Okay. Ja, dann macht's ja nichts. Sonst wären es direkt 2-3 Runden gewesen, Leute. Ja. Dann die Volkheits. 6, 7, 8. Opte 3. Mhm. Jetzt will er 6en. Eine 6 dabei. Eine 6 und dabei. 3 Rüster. 4 Rüster. Wieso? Ah, 4 Rüster. Ja, ja, hast ja recht. So, nehmen wir mal seine roten hier. Keine? Alles? Eine Mortal? Eine Mortal. Ja. Klasse. Okay. Sauber. Der hat keinen Obsec, ne? Nein. Der auch nicht, ne? Nein. Keiner von denen. Hier ist gar nichts mehr Obsec. Nur die Bikes hier hinten. Also nur die hier. Nice. Geht so. Wieso? Nice. Hast du Obsec? Nee, aber ich kann den einen weghauen. Du kannst ja 6 Zoll nicht hier ruhig intervenieren, oder? Ich kann 3 Zoll aber. Ja. Gut, das kriegen wir ja hin. Mhm. So, dann schießt der indirekte Knifte hier rein. Mhm. Oh, Alter, die laufen aber auch heute wirklich warm, ne? Das wären 8 Schuss. Mhm. Und ich würfel jetzt mit den Weißen. Auf jeden Fall, ja. Ein 1 wegen der Dominus. Ne, das ist schon mal nichts. Ah, die Weißen enttäuschen ein bisschen, ne? Die sind ja so 3 minus. Ja. Siehst du? 3 Stück. 10 mir nix. Minus 1. 4. Einer. 2 Damage. 2 Damage. Damage. Jo, nimmt der einer noch einen. Mach ich ja auch nix. Okay. Nehme ich den Sarge. Dann, Jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen jetzt hier. Charger-Ronis. Genau. Charger-Ronis. Mhm. Ich charge mit diesem Trupp. Beide? Mhm. Beide Trupps, also die beiden Bodyguards und den. Also ist das eine 8, das sollte reichen. Das. Genau, machen wir gleich. Willst du da willst du, was willst du mit der Drill machen? Mhm. Ich warte, erstmal vielleicht Aufpralltreffer, 9 Stück. Auf genau. Wie viel Leben hat der, Jung? Ich sag jetzt mal 5. 5? Ja. Das sag ich einfach mal. Normaler Zauberer hat 4 und Ezekiel ist Maschine. Okay, ich würfe mal. Hier? Der hat 5. Auf den? Einen für Ezekiel. Einen für Ezi. Ja, hat er noch 4, ne? Würde ich hat er noch 4. Okay. Und so, ich pack den einen mir hier. Mhm. Also einer kommt hier rein. Ja. Okay, da bin ich in der Überzahl, das ist wichtig. Du kommst nicht näher ran, das ist auch wichtig. Genau, und sperrst dich in den Gebäude quasi ein. Der Rest vom Schützen fest. Haut dich jetzt hart weg. Na gut, wie immer.
So, zack, zack, zack. Zack. Wer hat denn... Du kannst keinen Vierer-Retter im Nahkampf anmachen, ne? Kann ich nicht, nein. Keinen, ne? Für keinen. Der hat keinen Retter? Nein. Der hat? Auch keinen Retter. Der hat auch keinen Retter. Ja. Musst du deine drei Attacken weise aufteilen, mein Lieber. Ist egal. Wieso? Okay. Ich würde ihn chargen. Okay. Weil der hat gar keinen Retter im Nahkampf, ne? Gar keinen. Hat er nicht. Okay, der muss sterben. Wenn der stirbt, ist schon sexy. Alles klar, dann? Ja. Der hat nichts Geiles im Nahkampf, ne? Nein, der hat ein Schwert, glaube ich. Kettenschwert, ja. Ich glaube, Kettenschwert. Okay. Gut, alles klar. Dann ja, kann er gar nicht nicht schaffen, komm jetzt. Mach keine Fakten. Ja, okay, Glück gehabt. Ich stehe nicht im Wald, ne, denkst du? Ja, ja, das wäre Minus, so. Wir heroisieren trotzdem, ne? Warte, aber nicht er. Das wahrscheinlich nicht. Ja, mit 2 Zoll, Digi. Gucken wir gleich mal. Machen wir mal für euch fertig und melden uns gleich zurück. 13 auf ihn. So Leute, jetzt haben wir hier gemacht. Also er war leider draus aus der Range und er macht nur den einen jetzt hier. 3 Attacken, Upte 4 auf den Apo, ne? Genau, also Hinterteil bewegt sich einfach 3 Zoll. Mhm. Hallo. Ja, yeah, so, my friend. Ich komme mit 4 notfalls in ihn rein. Mhm. Wenn ich ihn sterbe. Upte 4, ein einziger. Kurz keine 2. 1. Einmal. Minus ganz viel. Warte mal, das will ich mal nochmal nachgucken, Leute. So, Leute, der geht tatsächlich durch. Minus 4 mal nix. Ich hoffe, er macht eine 1 und habe ich vielleicht... Was ist es? Ah, 6 Schaden. Ich glaube, ich habe 5 Leben. 5 oder 4 habe ich. 6 Stück. So, Leute, 6 denn. Steht er noch? Nee, aber ich vielleicht habe ich auch nur 4 Leben. Ich glaube nicht. Das wäre so geil, wenn der noch steht. Der Apo hat der... Wo ist er? Komm schon, Junge. Du hast 5 Leben. Komm schon. Er müsste eigentlich so ein Bike, oder? Ja, 5 Leben. Yes! Ja, überlebt er. Wunder. Nein, Leben. Wunder. Wunder, oh Wunder. Okay. Gut. Nochmal Glück gehabt. Okay. Dann? Die Priester machen jetzt aber das, was sie immer machen. Mit my Zone. Mhm. Kriegst du alle ran? Ja, sicher. Sicher. Das war eine Aussage, keine Frage. Das war eine Aussage. Der hat kein Transhumen, ne? Doch, der hat Transhumen. Ach du Scheiße. Beide haben. So, okay, das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 auf Dinges und eine auf die anderen, oder was? Ja, klar. Ja, okay, Entschuldigung. Machen wir die ersten 8? Ja. Machen wir spannend, ja. Alles wiederholen, weil ich den Warlord-Pride drin habe. In 6 Zoll, okay. Ja. Ja, das sind schon... Hätte ich die Aura auch ausmachen können? Hm. Die eins wiederholen? Ja, ne? Alles wiederholen? Weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube, das ist eine Aura. Okay, Leute, nein. Er kann auch Verwundungswürfe wiederholen, das mag ich gar nicht. Dann passt das deswegen, schon. Er hat mir die Movement genommen. Quasi. Ja, ich kann ja mit, worüber wir eben gesprochen haben, ich hätte 6 Zoll fest advancen können und kriege dann plus 1 auf Move, plus 1 auf Advance. Dann kommt er so nah ran an die 3 Zoll. Das sind 8 Zoll, dann wäre ich hier und dürfte alle Verwundungswürfe wiederholen. Deshalb haben wir das eben abgesprochen, dass wir das andere machst. Ja gut, brauchst du nicht mal so fertig machen. Was machst du da? Der ist tot. Wieso? Ja, 3v3 Mortals. Das waren ach, hast du schon die Mortals? Ja, so 4 Mortals. Ja, ist ja okay. Und ich stelle nochmal 8 Attacken. Ja, nimm weg den Schmuck. Ich kann nicht mitbekommen, okay? Ja, ist ja gut nicht. Jetzt. Ja, komm. Machen wir weiter jetzt hier. 6, 7, 8. Ach nee, 4 nee, Attacken. Nur 4 in den anderen. Genau, 4 in den anderen. Ja. Alles wiederholbar. Und hast du auch auf die 4 verwundet, oder was? So, ach, du hast die 6. Ich hab Mortals gemacht, okay. Immer noch. Sei nicht so unglaublich. Mortals. Einmal minus 2. Ja, nix Mortals. Einmal minus 2 nehmen wir ob das Schild auf die 3. So, da hast du es. Warum? Achso, ja. Du hast ein 1er. Ja. Gut, dann peilt er hier rum. Ob der Marker rum. Hey, du darfst zurückkommen, wenn du willst. Ja, mach ich auch. Hau mal zu. Und wie jetzt? Also, der eine hat nämlich 3, 4, 6 Attacken nämlich. Jetzt kriegst du es zurück. Und weil ich. Warum hat der 6 Attacken? Der hat 3 Grund. Du hast mich angegriffen, 4 und dann 2 Clown. So. Das bedeutet, ich treffe einen besser wegen Grim Resolve auf die 2. Krass, dass der 6 Attacken hat. Jetzt wird auf die 3 Kralle. 5-mal. Mein Freundchen. Ja, nimm mal einen weg da. Einen weg. 3-mal Hammer auf die 3. Hammer, Digi. 2-mal. Machen wir eine 1 und eine 2. Ja, ist so. Ja, ist schon mal gut. CP. Ja, noch eine 2. Und CP weggelutscht. Ja, 3 Damage. Ja, wollo. 2 weggemacht und CP weggemacht. Mehr geht nicht. So, den. Und den kann ich noch nehmen. Mhm. Dann passt das. 1, 2. Moral passt. Okay.
Ja, das war die Runde, Leute. Machen wir. Nee, willst du nicht da noch zwei? Ah, doch, ja. Ja, ja, ja. So, der Captain mit seinem Kettenschwert. Ach, zeigt Scheiße. Jetzt, wie das hier geht. 6 Attacken nämlich. Ja. Jawollo. Mhm. Und jetzt Warlord Trade. Stärke 5 auf die 5 und nicht auf die 6. So sieht es nämlich aus. 3x minus 2, mein Freund. Minus 1, sorry. 3x mit was? Minus 1 Kettenschwert. Auf die 6 verwundet? Nee, auf die 5, weil der hat Fury of the Lion, den Warlord Trade plus 1 Stärke. Ich frag dich noch. Hat der was Heftiges? Ja, heftig, total. Alles gehabt, ja. Ja, was ist denn daran heftig? Ja, du hast so gesagt, nur Kettenschwert. Ich habe nur mit den auf die 6 verwundet ja mitgerechnet. Nämlich der Abo, der macht das jetzt aber. Der hat nämlich kein Kettenschwert auf die 6. Ja, hallo, einmal minus nix. Ja, siehst du, hast du. Richtig. Okay, Leute. Ja, was mache ich? Engage für 4, 3? Machen wir jetzt offline. Der Omniscier wurde angebetet und Verstärkung ist eingetroffen. Wie Mayonnaise sagt, Belsarius Crawl. Kalle ist aus dem Orbit wieder gecrawlt. Ja. Ja, da hatten wir probiert, Best Painted zu erhaschen beim Warp Hammer Championship. Hat leider nicht geklappt. Ich glaube, unsere Fotos waren auch kacke. Aber also kurz mal, der Umbaut ist von dem... Von Dire Spire. Martin, Grüße gehen raus. Mhm. Richtig nice. Werden wir auch nochmal verlinken, aber erst wenn wir den vorstellen. Eines Tages. Und ich will den erst spielen, wenn der neue Codex raus ist. Das ist gerechtfertigt für dieses geile Modell. Genau. Jetzt geben wir mal ein paar Würfel hier mal. Schöner Umbau. Genau. Kalle. Jetzt lassen Sie mal hier die wichtigen Sachen machen. Komm. Okay. So, liebe Leute, ich kann euch einmal kurz zeigen, was ist passiert. Im Grunde genommen nicht viel. Hier haben wir so ein bisschen rausgemogelt, einen auf den Marker gestellt, einen wiedergeholt, den Trupp geheilt, er sich selbst geheilt, der eine hier nach vorne, die müssen jetzt unbedingt weg. Und ja, hoffentlich, also der Plan wäre, der hier auf die wegrödeln, die hier schießen den weg, dann hätte ich halt zumindest da die Marker und so weiter und so fort. Du hast am Anfang der Runde 5 gemacht wieder, ne? Hast 5 gemacht? 5 Punkte. Ja, genau, 5 Punkte mache ich gleich. Mhm. Kannst du da hinten nochmal die Bikes ganz an den Rand, dass einer aber mit Obsec drauf stehen bleibt, genau. Ist ja einer. Oder wie meinst du? Ja, noch weiter, dass die Priester nicht auf irgendwelche Lumideen kommen und da weiter chargen. Ja, hier ist so, ich komme nicht aus dem Nahkampf, jetzt wenn ich ja oben bin durch die neue Geländeregel, bin ich dann nach wie vor im Nahkampf. Mhm. Genau, und jetzt machen wir einmal Übergabe. Hier von der Seite und von der Seite und wenn er jetzt hier mit 15 nach oben geht, dann macht er ja nichts. Ganz genau. So, genau, fangen wir da einfach erstmal mit dem Wichtigsten an. Und zwar schießt der Typ hier hinten auf die Jungs da voll rein. Volle Lotte. Wir nehmen erstmal den effektiven Schuss und zwar die 12 Schussknifte. Mhm. Auf der 2. Kein Problem. Das brauchen wir nochmal. Auf der 2, ja, nicht ganz. 10-mal. 9-mal. Bist du in der Nahkampf? Ja, 9-mal minus 1. Warte, ich mach mal 5. Einer tot. Mhm. Hat sein Ziel schon erreicht. Sehr Eliminated. Gut. Und genau. Dann ist der durch. Dann schießt er jetzt hier alles erstmal in den rein. Mhm. 4. Ja, sind ja genau die auf der 2. Ui. Auf der 5 für 3-mal minus 1. 2 Einsen. 2 Einsen, also noch 6. Jetzt der Twin Bolter. Einer nicht. Und dann Rums. Für 1-mal minus 1. Keiner. Ich. Ja, dann wirf eine starke Granate da rein von den Thermis. Jo, 1-mal minus 1. Kann er auch, okay. Der ist zurückgefallen. Ja, wir müssen es machen, Leute. Weapon of the Dark Age. Machen es an. So, wir haben 6 Dudes. 2, 4, 6 Schuss. Overcharge? Ja, muss ich machen. Der erste. Der erste. Einer. Wir. Ja. Der erste, der zweite. Oh, den müssen wir. Da rühren wir jetzt beide kommen. Nein. Und der letzte. Die 1. 3-mal. Hast du Glück, ey. Auf der 4 mit Einsen. 4-mal minus 3. 6. 3-mal. Wieso? 3 Würfel, nicht 4-mal. 3-mal, ja. Okay. Hat er gehört? Nein. Nein, Spaß. So, jetzt würfel mal. Schock. Explosion. Mal, yo, weiß man nie, Leute. Nein. Nein, weggelutscht. So. Die geht zurück in den Untergrund. Ja, das war's schon, ne? Das war's. Das war's schon tatsächlich. Darf ich dann übergeben für meine Priest? Ja, okay. Schlagen! Genau, fliegender Wechsel. Priester legen los. Haben auch nicht irgendwie eine Attacke weniger, ne? Nee. Oh. Ups, ja, da sind deine Roten. Da sind meine Roten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Müsste eigentlich noch drin sein, ja. Ich glaube, ja. Machen wir, komm.
Habe ich eben nachgeguckt. So, 5, 5 sind 10. Das 16. Sind zwei weniger, ne? 16. Ja. Der 6, ob der 3? Nee, das war 9er Trupp. 9er. Zwei weniger, 14. 7 dann, okay. 2 weg oder was? So, ja. Mhm. Alle Treffer wiederholen das? Ja. Yeah. 2 nicht. Ja, ich sage ganz ehrlich, dieser Waller Trade, der ist zu knifflig. Ja, für Priester ist der wieder. Der ist zu kniffig. Hä? Der ist zu kniffig. Den anzubringen. Ach so, ja, ja. Ach, der andere, ne? Jetzt ob der 4. Sechsten. Ja, da sind Mortals dabei. Zweimal Saves. Zweimal Saves, ja. Natürlich nehmen wir die jetzt auf die 3. Mhm. Mhm. Einer geht durch. Ja. Für 2. Und jetzt die Mortals. Tot. Waren 3 Sechsen dabei? Ja. Nur 2, dachte ich. Aber okay. Auch wenn? Ja. Reicht's. Sind die weg? Okay. Zack. Eliminated. Mhm. Oh, das war heftig. Wie war heftig? Dass sie so weggelutscht werden. Ja, das sind nur 2 Loots, ne? Genau, Leute, Bewegung ist halt, ist Runde 5, letzte Runde jetzt für Admech. Die haben sich nach vorne bewegt, haben einen 7-Zoll-Charge, haben wir jetzt hier ausgemessen. Ja, also die stehen noch 7. ein bisschen sauberer hier. Ja, ja, es geht ums Prinzip. Wir haben jetzt auch bewusst das Gelände weggenommen, weil es gerade irgendwie entscheidend war, haben den am weitesten Punkt hingesetzt. Mhm. Und wirklich mit gemessen mit plus 1 Movement, plus 1 Bewegung, wird er einen 7er Charge bekommen. Hier stehen noch 2 Hopper-Reiters drin. Genau, die sind und den Money. Relevant. Genau, der Money. Das Auto hat sich hier versteckt. Die haben sich jetzt hier hinterbewegt. 2 Laserkanonen können hier auf das eine Bike, was das Objekt da hält, sehen. Und der Panzer hier halt voll. Das wird jetzt nochmal entscheiden, werden die es aushalten oder nicht mit ihrem Fehlerretter Jinx. Und das ist im Grunde genommen jetzt auch darum, worum es jetzt noch geht. Ne? Ja, können wir direkt machen. Ja. Also die 4. Erstmal die Laserkanonen? Ja, ja. Okay. Eins wieder. Mhm. Ob der 3. Alle 3. Wahnsinn. Autsch. Da habe ich leider keinen CP mehr. Mhm. Muss ich aufs Halte ein. Der erste. Tot. Ja. Tot. Er muss den am Marker stehen lassen. Das ist für ihn ganz besonders wichtig, damit er scoret. Mhm. Weil das ist eine Hall 2. Achso, warte mal ganz kurz. Wie viel Schaden haben die gemacht? 5 und 6. Okay. Gucken wir mal auf den Wunderwurf. Ja. Der erste 5, nein. Und dann nochmal 6. Nein, okay. Da hat er leider immer hochgewürfelt. Machst du nichts. Da bin ich gierig. Gib mir einen roten. Mhm. Gib mir einen roten Papier. Hier ist nochmal ein roter. Jawohl! Ist das jetzt Maschinengewehr? Ja. Okay. Eins wiederholen. Mhm. Ja. Ja. Und auf die 5. Siehst du, da sind schon wieder 4 Stück dabei. Da macht aber auch kein Thema. Okay, dann machen wir einmal die indirekte Knifte. Ja, genau. Das ist ja sogar, Schnitt ist ja eine Unterperformance für die Knifte. Eigentlich schon, ne? Ja. 5 Stück. Ob der 3. Treffen. Der verwundet auch nochmal. Dreimal? Nee, Treffer erstmal. Ach nee, das Verwundung. Okay, kommt. Dreimal? Ja. Dreimal Opti 4, Leute. Einer geht durch. 2 Damage. 2 Damage. Oh, 1 Damage. 1 Damage. Hat er noch 2? Bazooka. Letzter Schuss jetzt hier, Leute. Letzter Schuss. Ein Treffer nur. Keine Wunde. Keine Wunde. Überlebt. Ja, aber ich möchte lieber da eventuell richtig ausruhen. Das ist wichtig, ja, ja, ja. Gut, 7er Charge mit CP Reward, extra aufgespart. Aufgespart, genau. Wir kennt den Major. Are you ready? So, Leute, da ist wirklich, während des Charges der Akku leer gegangen. Ihr habt sein ganzes Gebrüll nicht mehr gehört. Ich bin hier ausgeflippt, wie im Stadion. Er hat eine 4 und eine 3 gemacht. Geil, richtig geil. Ist rangekommen. Das kannst du jetzt einfach mal direkt auswürfeln. Ja, also es ist eine 8. Ja. Müssten auch alle wirklich drankommen. Ja. Plus 3, der ganze Spaß hier, das passt. Mach einfach mal die Aufpralltreffer, 7 Stück. 7 Aufpralltreffer, gibt's eine Mortal? Eine dabei schon mal. Oh, gut. Okay. So, du musst ja eigentlich schon aushalten. Genau, er hat jetzt zum Glück nicht mehr den Manipulus dabei für Wiederholen und so. Ja. Das bedeutet jetzt 14 Attacken flach. Das kommt jetzt darauf an, wie er da würfelt. So, Kentike, für euch nur, eben habe ich plus 1 Stärke. Das ist vielleicht interessant. So, ja, der war gut. Ja, also auf die 3 jetzt. Ob der 3, das ist wichtig. Und? Ja, das war tatsächlich jetzt nochmal richtig. Das war echt stark. Genau. Die alle. Genau, da habe ich jetzt dann nur noch tatsächlich einen 5er. Ja. Ja. Okay. So. Der erste hat. Noch 2 Leben. Tot. Weggelutscht. Der nächste. Ja. Tot. Und das alles für einen. Dann sind die schon tot. Okay. Krass. Glück gehabt. Mhm. Ja. Hero war wieder. Die Elektropriest, die kleinen Lutscher, ne? Ja, ich schon. Dadurch in meiner Runde eine Einheit nur getötet. Mhm. Der Schmuck steht da immer noch da hinten.
Ja, das war meine Runde. Kurz und knackig. Und dann melden wir uns gleich nochmal zurück. Also ich habe jetzt nochmal den letzten Plan. Ich kann ihn hier für 1 CP, das können wir ja schon mal live machen, kriege ich noch einen dabei. Ja, es kriegt 2 CP tatsächlich, ja, diese Runde. Ja. Und dann werde ich ihn hier, denke ich mal, jetzt nochmal, dass er mehr advanced und trotzdem schießen kann mit den Heavy-Waffen, dann den Retter wegnehmen und versuchen, welche von denen wegzurödeln. Wenn das halt klappt, ja, dann könnte nochmal was gehen. Ansonsten, ja, war es das, glaube ich. Melden wir uns gleich zurück. Leute, wir sind zurück. Gib mir schon mal ein paar Würfel. Es war jetzt unrealistisch mein Plan, weil ich komme einfach nicht dahinter, weil der Apo ist zu weit weg für sein Relikt. Also macht das keinen Sinn. Ich versuche mit den letzten 2 CP nochmal Weapons of the Dark Age. Hier hast du Engage geholt. Engage hole ich nochmal. Versuche das Auto einfach zu knacken. Das ist das Einzige. Gib mir bitte mal vier Würfel erstmal. Ja, sind zweifarbig hier. Genau, vom Chapter Master. Einmal der erste wiederholte Treffen. Jetzt nochmal einer tot. Jetzt ist eh alles egal, so auf der 3, Einsen wiederholen, zweimal minus 3, hat er noch einen 6er, hat er schon mal 6 Schaden drin. Ja. Jetzt machen wir direkt mal... Mach 12 Knüften auf einmal, ja. Mehr brauchst du nicht. Also mach erstmal 12 mal die fette Knüfte. Wie viel Leben hat er denn noch? 6. 10, 8, gib mir nochmal bitte 3. 3 mal das sind Heavy Bolter jetzt. Das sind zweimal Heavy Bolt. Ja, er rechnet jetzt beide direkt mit. Oh, der war nicht gut. Nee. Oh, der war auf die 5. 3 mal minus 1. Ja. Ich habe mal einen CP übrigens. Ne? Nämlich auf jeden Fall. Nehme ich hier den CP. Ne, 2 Damage. Hat er noch 4. Und jetzt? So, jetzt muss ich das zweimal machen. Ja, so. Der lernt das einfach nicht, der Junge. 4. Das sind doch 12, das haben wir doch gerade ausgegeben. Nein, sind es nicht, weil ich einen runtergefallen lassen habe. Ja, deswegen so, jetzt sind es 12. Hier muss einen würfeln. Einmal mit so, ich nehme dir, ich war eilig, komm extra für dich jetzt. Noch 2 Leben hat er, ne? So, nee, 4 Leben, immer noch. 4? Ja. Einer. Ein einziger, ja. Okay. Der ist? Minus 1. Ist egal, passt. Okay. Und jetzt nochmal. Oh Jungs, so wird das nix. So wird kein Schuh draus. So wird kein Schuh draus. 4 mal minus 1. 3 Stück. Ist er tot? Ja. Okay. Hast du Glück gehabt? Ja, ändert nicht mehr viel. Genau, wir machen jetzt nochmal Endbesprechung. Ich hätte normalerweise, wenn ich jetzt Obstack hätte, wäre es tatsächlich interessant, in dieser Runde nochmal zu sagen, da ich Zweiter bin, okay, ich punkte am Ende meiner Runde, fahre halt da drauf. Deswegen ja, war es schon gut, dass er die Obstack-Sachen raus. Ich wollte einfach nur Obstack am Schluss noch wegmachen, damit ich die Marker besetze. Ich verstecke mich hier überall so ein bisschen. Genau, aber das wird auch einer meiner Schlüsselelemente, die ich mitgenommen habe aus dem Spiel. Aber wir melden uns gleich in der Nachbesprechung. Bis gleich, Leute. So, liebe Leute, wir sind zurück. Die Schlacht ist vorbei. Wir haben ein Ergebnis. Man muss einfach sagen, 69 zu 55 für AdMec. Mhm. Ja, wir werden jetzt natürlich mit euch in die Diskussion nochmal einsteigen, Nachbesprechung. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Wie ist für dich das Spiel als Sieger? Kannst du natürlich sagen, wie ist es für dich verlaufen? Was war so dein Eindruck? Wie hast du dich gefühlt? Ich finde immer, wenn man auf lange Kante hier spielt, wer anfängt, der hat einen enormen Vorteil, weil, wie gesagt, wir spielen auf kleinen Platten bei diesen langen Kanten. Boah, das kann man echt schwer verteidigen. Ich habe 2 Flieger, wenn ich da anfange, komme ich da hinten. Ich habe Artillerie, also da sind die Verluste beim Gegner doch dann immer irgendwo groß. Ich kann meine Boote perfekt positionieren, so wie ich das gerne hätte. Ich kann den Gegner die Marker bedrohen. Das ist eine Hold 2 Secondary. Das bedeutet, ich habe wirklich direkt am Anfang versucht, hier diesen Marker zu bedrohen. Er ist offen, ich kann notfalls drauf schießen. Wir haben das auch jetzt mal so versucht, wirklich 2 immer kontinuierlich zu verstecken. Einer, wo ein Wald steht, um vielleicht, dass es ein bisschen mehr taktischer macht. Der Sideblock hat mir sehr gut gefallen. Das war sehr cool, das Spiel darum. Ich musste immer sehr außen sein. Auch spannend, hat das ja auf jeden Fall interessanter gemacht, taktisch auch, ne? Ja, es ist, also vielleicht nicht auf jeder Mappe, aber so zwischendurch mal so ein Sideblock in der Mitte ist ganz cool. Ist mal was anderes, darf auch nicht zu groß sein. Ja. Vielleicht erstmal so zu dem Warzone Caradon oder wie das heißt, wie war so Metallica heute für dich? Ja, das war, also wie gesagt, der Wallet Trade hört sich ganz cool an, aber dass du den Manipulus da anbringst, er muss ja aussteigen bei Nahisten und so, das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig, dass das alles so funktioniert. Muss man vielleicht nochmal gucken, ob es eine bessere Einheit dafür gibt oder so, ne? Ja, vielleicht ein anderer Charakter, so ein Tech Priest oder den damit nach vorne jagst, dann wird es vielleicht interessant als Relikt. Ist ein nettes Nebengimmick. Ne? Muss man jetzt nicht drauf bauen, aber es ist ein nettes Nebengimmick.
Was ich cool finde, eben, dass du 4 Einheiten +1 zu Hit geben kannst. Ich glaube, ich hoffe, ich habe das richtig gespielt. Aber du hast es ja selber gesehen. Genau. Das war alles ganz schlussfolgend. Ne? Gebt uns mal Feedback, auf jeden Fall in den Kommentaren, ob ihr das auch so seht. Also einmal mit Metallica, einmal durch Skitarii, die Skitarii, einmal der Scorpius Silver. Der Scorpius Disintegrated. Und dann Flieger plus 1 gegen Wohneinheiten. Und der Flieger plus 1 gegen Wohneinheiten. Das ist der Erbe, den du bekommen hast. Das sind 4 Einheiten +1 zu Hit. Das ist natürlich, also ich habe am Anfang, ja, er hatte sich gewundert so ein bisschen, ja, da ist ja relativ viel gegangen, aber wenn alles auf 100% trifft, dann ist das, glaube ich, schon irgendwo ein bisschen nachvollziehbar, oder? Es war vielleicht heiß irgendwo, aber da kommt ja alles immer hinzu. Wahrscheinlich habe ich auch, aber erzähl erst mal. So, was mir sehr gefallen haben, die Scorpius-Beschusspriester, wenn die so aussteigen. Die Kopfskari meinst du? Ja, aber das hat ja nichts mit Metallica zu tun. Die sind an sich immer ganz cool, finde ich, wenn die das machen. Also dann DS-2, auch wenn die nur ein Damage machen. Das kannst du ja voll noch in die Höhe treiben. Und dann 6 explodieren, das ist schon nett, ne? Ja, du kannst ja nochmal einmal explodieren geben und wenn der Kalle zum Beispiel als Mars dann dahinter steht, dann darf er alle Trefferwürfe wiederholen, dass du nur auf die 6 plädierst und dann rasten die völlig aus. Dann hast du da 57 Treffer, dann machst du Wrath of Mars, also Wut des Mars bei jedes 6. Beim Verwunden machst du eine Mortal und dann hast du im Schnitt 10 Mortal Wounds. Das ist krank. Das ist schon geil. Also ich merke immer wieder, jetzt habe ich heute die Laskens gespielt als Chickens. 2 würden, glaube ich, auch reichen. Das ist eigentlich nur so ein nettes Gimmick, wenn du gegen große Sachen spielst, gegen so solche Armeen wie Marines, ist das eben nicht so geil. Aber du musst es trotzdem irgendwie drin haben. Ich fand den Archaeopter. Die heißen beide Archaeopter, aber der eine ist der Stratos 4 und der andere ist der Fusilave. Die habe ich heute zum ersten Mal mit Laskens gespielt, fand ich super. Der war geil, den fand ich auch geil. Und dann noch ein bisschen, der hat ein bisschen besseres Knüttelwasser auch mit diesem Phosphor und so, ist nicht schlecht, ne? Stärke 6 oder was ist minus? Genau, -2, 1 Damage, so kann auch unten ausschalten, das ist ganz cool. Ich finde auch die Fähigkeiten, der Gegner muss eben gucken, wenn du 2 Flieger spielst, darauf habe ich die Armee so aufgebaut. Ich stelle 2 Flieger dahin, er darf mir nicht zu nahe kommen an den Flieger, sonst mache ich Re-All Nothing aus. Die Elektropriester sind sowieso mal im Nahkampf, die machen We Roll Nothing. In der einen Runde war es auch recht stark, dass ich -1 to Hit als Canticle gewirkt habe. Das war auch stark. Also es ist überall so ein bisschen irgendwie. Ich kann 6 Zoll advancen. Das habe ich, glaube ich, hier gar nicht so in diesem Spiel gebraucht. Braucht man aber bestimmt in anderen. Ist ein super mächtiges Spiel. Auf jeden Fall. 6 Zoll Automatic Advance auf Marker zu kommen, finde ich cool. Es gibt noch so andere Stratagems, wie du kannst Hit Modifier ignorieren. Hätte ich auch übrigens auf die machen können. Also ist es egal. Hier war es jetzt nicht relevant, ne? Weil das ist trotzdem was willst du Hit Modifier ignorieren, wenn du +2 aufs Hit bekommst? Weißt genau. Das ist aber toll. Aber gut, man kann eigentlich sagen, Metallica sind so ein paar nette Sachen bei, so wenn man nah dran ist, dieses -1 to Hit oder so. Ja. Ist auf jeden Fall besser als vorher, aber ist doch nicht das Gefühl da, dass man das unbedingt jetzt nehmen müsste, ne? Sondern ja, ich glaube auch, das ist schon abgestimmt auf den Codex. Also das merkst du, da fehlen eben so von Metallica an sich die Forge World. Ich schätze mal, Psychic Awakening wird ja eh rausfliegen und dafür wird dann alles so reingepresst in den Codex. Das wird dann alles nach und nach kommen. Ne? Genau. Mal abwarten. Ja, generell finde ich, ja, zu meinem Spiel heute würde ich sagen, ich habe auf jeden Fall in der Aufstellung Fehler gemacht. Extreme Fehler, würde ich sagen. Bewegungen auch. Also hätte ich viel besser den Mittelblocker nutzen müssen und nicht so lange hier in meiner Zone, Ecke rumhängen müssen, sondern mehr in die Mitte den Sichtblocker schön nutzen. Die sehen trotzdem die Flieger über die Kante und so von der Pyramide. Das wäre nochmal besser gewesen, hätte mir hinten raus mehr gegeben. Und wir sind auch gerade übereingekommen, also wenn ich einfach die Obsec-Einheiten, die Bikes besser geschützt hätte und als Zweiter dann die einfach beschütze hinten und dann hinten raus dann einfach meine 2x10 Punkte oder auch mal so, ne, 15 Punkte mache, dann wird es sehr, sehr schwer für das Admec heute. Deswegen ist er auch gezielt auf die gegangen. Ich habe die auch ziemlich, ja, irgendwo auch offensiv gespielt. Verheizt, ne? Genau, konntest immer auf die gehen. Ja, 4 Retter, es kann gut sein, kann aber auch nicht gut sein. Ja, und generell ist einfach so, der ist über die Primärmission gewonnen. Auf einer anderen Mission tatsächlich, wo man nichts vermarke halten muss und ich dann da heute öfter meine 10 Punkte mache, hätte ich ihn halt direkt komplett ausgescored. Und ich habe die Armee nicht mal gut gespielt, muss man sagen. Nee, das ist aber auch wieder, also ja, okay, ich hätte vielleicht was anderes als Killmore nehmen können, aber die Frage ist, was nimmst du denn dann? Ja. So, Engage geht. Banners geht, so Scramblers. Ja, selbst das ist schwierig, weil ich nehme ja die Priester rein. So, ne? Also man will ja auch, man will ja eigentlich Druck nach vorne aus. Und die Termite Roll. Mehr Randy Stand.
Also das machst du auch. Nee, und die Chickens. Hätte ich 5 Punkte heute gemacht. Hätte ich immer noch mehr gemacht. Ja, mehr als 0. Wenn wir stand, aber wenn wir als Kilmore, aber ich glaube auch so, also man merkt trotzdem, wenn man gegen neue Kodexe spielt, ist das so unausgeglichen. Du hast eine Mission, wo du safe 15 Punkte machst. Das ja, ich hätte bei Death of Winds oder was das war, hätte ich sogar 18 Punkte scoren können oder 16 oder so. Also es war echt schon verrückt und ja, man muss einfach sagen, auch Leute, hätte ich jetzt auch heute mit den Dark Adels angefangen, das wäre auch nochmal ein anderer Schlag gewesen. Doch, ich dachte so, nee, okay, aber es ist nicht die Deathwatch, das ist ein bisschen was anderes. Wenn ich jetzt angefangen hätte, noch, hätte ich mich vielleicht nochmal aggressiver bewegen können, direkt einen Flieger rausnehmen oder ein Chicken oder ein Fahrzeug, ne? Das wäre alles Beschuss, was dir dann halt die nächsten 4 Runden nicht auf den Kopf fällt. Und das verlangsamt natürlich auch seine Bewegung, weil er erstmal dann rauskommen muss. Wenn die Priester da rauspurzeln, sind sie nicht mehr so schnell wie mit dem Fahrzeug und können sich katapultieren. Also das sind einfach auch nochmal so Faktoren, die definitiv interessant gewesen wären. Ja, auch mega krank. Also die Armee, die hat ja Kadenz. Mhm. Und du hast trotzdem, wenn du advanced, überall einen 4er Reiterlauf. Finde ich ganz cool, ne? Genau. Und dürfen die neuen, die Primaris-Bikes, die neuen nehmen? Wie, die dürfen die nehmen? Dürfen die nehmen, die Dark Angels? Ja, ja. Und die haben auch Obsex sogar. Aber nur 3er-Trupps, ne? Warum hast du die nicht gespielt? Sind die teurer? Ich habe die nicht bemalt. Also Leute, vieles, was ich heute habe, ihr seht, es ist halt auch limitiert der Modelle. Es kommen langsam noch ein bisschen mehr und so, seht es mir nach. Ich habe jetzt gerade so viel Deathwatch aufgebaut und hier und da. Und ich muss mich mal entscheiden. Und boah, jetzt die Dark Angels ein bisschen auf. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit dem Malen, mit der Zeit und allem. Zip und Zap. Ja, und mit GW. Und mit GW liefer, genau, auch. Genau, in jedem Fall habe ich auch nicht den Wallertroid heute hier genutzt, plus eine Stärke auf den Obsec-Bikes. Ich denke, das braucht die Liste, so wie ich sie spiele, nicht unbedingt tatsächlich. Hätte ich nochmal ein CP mehr und habe dann einfach nochmal ja, Sachen, die ich euch auch gern gezeigt hätte. Ich gehe ran, schlag zu, hau ab oder. Aber ja, es werden noch einige Dark Angel-Spiele folgen. Die sind einfach aktuell gut und ich denke mal auch interessant, spannend dagegen zu spielen. Also was wir auch gemerkt haben, ich habe bewusst jetzt auch nicht die andere Kohorte gezeigt. Ja. Die Kohorte, ja, man darf dann zum Beispiel, die Idee lag bei mir da drin, Kohorte, man spielt 40 bis 50 Breacher, irgendwie sowas, also nur Breacher eigentlich, so, und dann kannst du eben ein Stratagem zünden für 2 CP, dass man sagen kann, alles klar, okay, alles, was hier drin hat, hat jetzt plus 2 auf dem Schutzwurf und wütet die ganze. Ja, da geht einiges. Also, da gehen wir auch nochmal im Podcast drauf ein, aber das ist halt so, da darf man dann keine Skitari-Einheiten drin haben, sondern nur die ganzen Breacher, Cataphon-Destroyer, die können dann auch -1 Schaden bekommen, die können dann auch im Nahkampf schießen ohne Abzüge. Die sind dann schon gut, aber das ist eher eindimensional, ne? Weil man dann nicht diese ganze Beweglichkeit hat. Genau, und wir haben jetzt auch 2x Breacher hier gezeigt auf dem Kanal. Reicht jetzt hier mit der Rollstühle? Ja, reicht es hier wirklich. Genau. Und das war jetzt hier so eine schön ausgeglichene Armee, wo überall ein bisschen was drin ist. Und trotzdem auf jeden Fall Turnier. Spaß. Auf jeden Fall turnierfähig, aber. Ja, bestimmt, aber also ich würde es jetzt nicht spielen, aber es macht Spaß. Ja. Ja. Das ist wirklich, du hast überall so ein paar Tricks drin, Bewegung, Mobilität, extreme Firepower, muss man einfach lassen. Brutal. 2 Disintegrators, Laskens. Das nimmt ja auch nicht mal eben jeder raus, ne? Genau. Ist auch ein anderer Schnack. Also mit den 18 Zoll auf den Bikes komme ich halt einfach dann auch nicht mehr an die Chickens in der Ecke ran. Mit 24 Zoll Melter und 14 Zoll Bewegung und so wird das dann doch wiederum interessant, ne? Chapter Master Reward drauf. Gib ihn, guck mal, was da so ein bisschen geht. Aber es ist, wie es ist. Weil auch Dark Angels haben in diesem Matchup nicht so Angst vor dem 3er Retter, weil dann der Apotheker ranfährt und dann den 5er Retter macht. Dann sind die auch schneller tot, als man denkt. Aber das werden wir dann bestimmt nochmal zeigen. Genau. Ich habe die auch sehr lange, also das war auch cool, glaube ich, dass ich auf 2 Seiten gegangen bin mit dem Elektropriest. So musste er sich auch so ein bisschen entscheiden. Ich konnte links oder rechts, kann er mir die rausnehmen, aber nicht auf beiden Seiten gleichzeitig. Das war gut. Ja, es geht wahrscheinlich auch irgendwie, aber. Ja, mit dem, das mit muss mir. Aber trotzdem mit dem Bike irgendwie nach links oder nach rechts fahren wegen dem 3er Räder, ne? Klar, klar. Aber ja, das werden wir euch bestimmt mal veranschaulichen. Wir hoffen, dass ihr heute trotzdem was draus ziehen konntet, mal einen Einblick konntet in Metallica, was ja auch jetzt ja da propagiert wird. Und natürlich auch nochmal wieder in die Dark Angels. Ich denke insgesamt aber ein spannendes Matchup, nicht einseitig so. Nee, aber ich glaube nochmal kurz zu Metallica, der Beste vielleicht. Ich habe Angst, dass der Akku nochmal ausgeht, weil das schon der dritte Akku ist, aber zieht euch. Interessant ist wirklich, dass man sagen kann, alles klar, ein 2 Detachment stelle ich mir vor, einmal irgendwie Metallica und einmal Mars oder so. Das auch, glaube ich, also was ich einfach als Laie jetzt sagen würde, da wird sich irgendwas rauskristallisieren, kleines Metallica-Detachment, das genau eine Aufgabe hat, dass sie sehr gut macht oder irgendein Werkzeug nochmal in diese Armee wirft, aber das wird jetzt die Zeit zeigen.
Aber vier Einheiten plus eins Hit war lustig, ne? Das war geil. Das werde ich heute daraus mitnehmen. Wenn euch das gefallen hat, was ihr macht, und wenn ihr die Kings of the Hill unterstützen wollt, könnt ihr gerne auf neuerdings auf www.ko-fi.com/kingsofthehill gehen. Mhm. Ist ein bisschen freundlicher als Patreon und YouTube-Mitglieder. Das bleibt nach wie vor bestehen, aber wir würden allen empfehlen, dorthin zu gehen und euch da rechts oben, wenn ihr auf Support klickt, unter Subscribe einfach einzuschreiben. Da könnt ihr monatlich nach wie vor weiterspenden, einen Betrag eurer Wahl. Und dann zahlt ihr aber auch gar keine Gebühren. Also die kommen nicht mehr on top, wie jetzt bei den anderen Medien. Und auch wenn wir quasi das auszahlen, dann haben wir auch keine Gebühren. Das ist für alle eine Win-Win-Situation. Außerdem findet ihr da auch all da unsere ganzen Services, wie Listen schreiben, wie Coaching und vieles mehr. Bald auch unser ganzes Merchandise, was wir haben. Von daher schaut auch gerne mal da vorbei. Hilft uns alles weiter, egal wie groß, wie klein die Spende ist. Vielen, vielen Dank auch bisher an alles, was da jetzt gekommen ist. Ihr seid da echt der Wahnsinn. Mhm. Genau. Ansonsten ziehen wir weiter durch. Wir haben, wie schon im Intro gesagt, viel Munition. Guckt euch das Gelände an. Wir haben hier wirklich, oder der Adrian in dem Fall hat da sehr viel Liebe reingesteckt. Auch mit den Steinchen. Schreibt mal runter, ob euch sowas wirklich gefällt. Sonst lassen wir beim nächsten Mal lieber weder grau und die an zweifarbig. Genau. Das Gelände, das interessiert uns dann noch, weil das ist wirklich viel Aufwand gewesen. Ne? Ja, oder Tatooine oder so, ne? Machen wir einfach. Ja, machen wir Tatooine. Genau, jeder eine Ruine und dann wird sie erst rauskommt, gewinnt. Genau. Oder verliert. Und wenn du anfängst, nehme ich einen Stein und schmeiß ihn auf deine Figuren. Genau. So, ja. Genau, und deine sind dann auf einmal 10 Minuten später bei eBay Kleinanzeigen. Ja. Aber gut, okay, Leute. Und deine frisst du runter. Ja, okay. Und deine kommen ins Katzenklo. So, jetzt weitermachen. Cool, können wir jetzt hier mal wieder ernst machen? Ja, okay. Leute, bleibt cool da draußen. Bis bald wieder und haut rein. Major, schön, dass du hier warst. Heute haben wir uns mal richtig schön Zeit gelassen von der richtigen Fachmann. Jawohl, das ist gut. Ja, denke ich, bekomme ich Gehirnstau. Egal was jetzt kommt.